Hallo liebe Freunde und ganz herzlich willkommen hier bei einem weiteren Murders at Markov Manor Draft Video. Best of 3 Draft wieder hier am Start und wir schauen mal, was wir hier im Päckchen vorfinden. Doppelgang ist unsere Rare, die ist ziemlich stark. XXX plus grün-blau für eine Sorcery. For each of X target permanents, create X tokens that are copies of that permanent. Du versuchst eigentlich erstmal auf 8 Mana zu kommen und dann halt zwei Sachen jeweils zweimal zu kopieren. Das ist schon super mächtig und sollte dir das Spiel gewinnen. Das wäre für ein Late-Game-Deck, wenn man jetzt einfach nur billige, gute Karten haben will, nimmt man sich vielleicht Shock oder Neighborhood Guardian. Das sind auf jeden Fall ziemlich sichere und gute Picks. Inside Source ist auch hier. Aber Doppelgang ist natürlich mal was Besonderes. Wir haben es ja auch noch nicht gespielt auf dem Kanal. Ja, nehme ich das sehr gerne mal hier mit. Okay, naja. Ein bisschen bin ich jetzt schon am bereuen. Zweiter Neighborhood Guardian, da wünsche ich mir natürlich, ich hätte eine weiße Karte mitgenommen. Einfach vor allem den anderen Neighborhood Guardian. Wir sehr, sehr mächtige Sachen mitmachen können. Aber ist okay. Wir könnten uns hier auch Nervous Gardener mitnehmen und versuchen, auf dem grünen Late-Game-Plan zu bleiben. Ist vielleicht ein bisschen spannender. Wie gesagt, ansonsten hier gutes weißes Zeug, Neighborhood Guardian, Auspicious Arrival, Dogwalker, die sind alle gut. Case of Pilfered Proof ist auch schon oft relativ gut, brauchst natürlich genug Detektive im Deck. Agency Outfitter mag ich nicht so gerne, das sind so die Karten, über die ich nachdenke. Na, dann nehmen wir mal den Nervous Gardener und versuchen mal hier ein bisschen spannenderes Kram möglich zu machen. Heißt das, dass wir mal versuchen, Chalk Outline zum Laufen zu bringen? Ich meine, das ist eine Karte, die kann uns dabei helfen, quasi einfach das Spiel zu verzögern, ne, uns mehr Karten zu ziehen, sodass wir irgendwann dann zu unserer Doppelgang kommen können. Ansonsten noch eine ziemlich solide Karte hier, wenn wir bei der Idee bleiben wollen, die Doppelgang zu spielen, wäre auch der Furtive Courier. 3-Mana-3-2er, der lootet, wenn er angreift, ist schon mal nicht schlecht und kann häufig nicht geblockt werden, wenn du einen Clou opferst oder so. Granite Witness ist auch einfach gut. Aber vielleicht bekommen wir ja mal die Gelegenheit, hier die Chalk Outline zu probieren. Das war auch eine Karte, die ich mal einfach mal gerne spielen wollte. Okay, dann gibt es hier ein paar Picks, die vernünftig sind. Faithlight mag ich eigentlich gerne, aber im Moment haben wir nicht einzelne Kreaturen, die wir beschützen wollen unbedingt. Aftermath Analyst funktioniert natürlich gut zusammen mit der Chalk Outline. Ist ansonsten jetzt einfach nicht so geil, aber vielleicht nehme ich den einfach mit, um irgendwie meine Synergie zum Laufen zu bringen. Wir haben ansonsten Jaded Analyst, Vengeful Creeper und Vitugazi Inspector, die auch so okay wären. Also Vitugazi Inspector funktioniert auch mit Chalk Outline. Ehrlich gesagt, vielleicht sogar ein bisschen besser als der Aftermath Analyst, auch wenn er selber nicht mild. Jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, kommt es mir schon so vor. Okay, hier auch wieder ein paar nette Karten, würde ich nochmal Market Watch Phantom hervorheben für diesen White Weenie Plan. Na, wie gesagt, hätten wir als First Pick den vernünftigen First Pick gemacht mit dem Unicorn, dann hätten wir jetzt hier an dieser Stelle das Phantom gerne genommen oder das On the Job. Aber genau, das wäre sicher auch besser gewesen, aber man muss ja nicht alles immer optimal machen. Ich rede dann gerne darüber, was vielleicht die optimalen oder besseren Plays wären, um das so ein bisschen euch da einen Ansatzpunkt zu geben. Aber ja, ich versuche, wie gesagt, gerne mal die Chalk Outline hier zum Laufen zu bringen. Ich meine, wir hätten hier Festerleech und Murder, die beide auch interessant wären für grüne Karten.
für schwarze Karten. Wir können ja auch Doppelgänger einfach splashen fürs Late Game. Escape Tunnel, noch ein Inspektor. Orangutan. Ja, ich denke auch. Also, einen Mörder mitnehmen hier so spät ist ja gar nicht schlecht. Schwarz-Grün ist auch gut für Chalk Outline. Oder sollte gut sein für Chalk Outline. Sagen wir mal so. Treacherous Greed ist nicht unbedingt die Karte für uns hier. Entschuldigung, ich war natürlich wieder krank. Also wenn ich mich zwischendurch ein bisschen komisch anhöre, liegt das daran, dass ich noch ein wenig etwas übrig habe davon. Ich persönlich nehme hier den Vengeful Creeper mit. Wir sind ja auf jeden Fall grün und dann, ja, den kann man benutzen, auf jeden Fall in grün. Okay, ja, ein paar schwarz-grüne Karten ist ja durchaus, sind ja durchaus hier am Start. Case of the Gorgon's Kiss war für mich ehrlich gesagt ziemlich gar nicht so leicht einzusetzen, die Karte. Cease and Desist können wir benutzen für unsere Interaktion. Ich glaube, ich nehme die einfach mit, weil die auch ein bisschen, ja, wie sagt man, flexibel ist, die Karte. Destroy Target Land. Naja, nicht wirklich wichtig für uns. Die beiden sind mir auch nicht wichtig. Wir nehmen mal eine Multipede mit. Wir versuchen ja irgendwie schon die Chalk Outline zum Laufen zu bringen. Vielleicht. Oh, hier ist die Auspicious Arrival noch drin. Also, das hat sich super ausgezahlt, auf Weiß zu gehen. Aber wie gesagt, wir wollen hier mal was anderes machen. Ja, nehmen wir noch eine Mordipede mit. Mal gucken, ob wir beide nachher spielen. Repeat Offender. Füllerkarte, aber was soll's. Cerebral Confiscation, auch ein bisschen Füller. Naja, das hier ist eine solide Sideboard-Karte vielleicht. Schauen wir mal. Wir werden weiter belohnt worden mit dem Unyielding Gatekeeper. Definitiv gute Disguise-Karte. Jetzt nicht die krasseste Rare, aber ich mag die wirklich gerne. Boah, für uns gibt es ja quasi nichts. Das ist ja ekelhaft. Went this way, Macabre Reconstruction. Ich meine, wenn wir blau splashen, für die Doppelgänge könnte man auch drüber nachdenken, den Exit Specialist hier zu splashen. Aber wir haben hier nichts, was wirklich gut funktioniert mit unserem Deck. Macabre Reconstruction haben wir letztes Mal zurückbekommen. Also ich glaube, wir können einfach beide Karten wheelen und sollten uns hier ehrlich gesagt einfach eine stärkere Karte mitnehmen. Also nehme ich den Exit Specialist. Selbst wenn wir den nachher nicht spielen. Erste Belohnung. Wenigstens bekommen wir eine Belohnung dafür, dass wir hier quasi schwarz-grün geforced haben für die Chalk Outline. Izoni, Center of the Web, Collect Evidence Karte, was natürlich auch Synergie hat mit unserer Chalk Outline, aber Izoni braucht keine Synergie, braucht keine Hilfe. Du spielst ihn einfach aus, machst Collect Evidence 4 und Profit. Also eine der stärksten Rares aus dem Set. Super gut, dass wir das hier bekommen. Das macht unser Deck deutlich besser. Deadly Cover-Up wäre auch eine Option. Sonst Fairy Snoop, Scene of the Crime. Gibt ein paar Karten, die ich sehe. So. Hier hätten wir den Understudy Eliminator und Culvert Ambusher. Beides 5-Mana-Karten. Allerdings, Ambusher ist eine Disguise-Karte, von daher auch früher ausspielbar. Ich tendiere auch so ein bisschen dazu, den hier mitzunehmen. Fairy Snoop wäre theoretisch auch möglich und ist gar nicht so schlecht, weil er es auch eine Karte in den Friedhof legt. Das möchte ich noch hervorheben. Aber wenn man den On-Curve ausspielt und Runde 5 aufdeckt und damit eine gegnerische Kreatur auffuttern kann, was nicht zu viel verlangt, ist ja kein Problem. Der Eliminator hat ein kleines Problem, dass der einfach sehr schlecht gegen Disguise-Kreaturen ist, ne? Also die noch face-down sind, weil dann musst du schon 7 Mana zur Verfügung haben. Hier haben wir noch ein paar gute Karten. Hedge Whisperer,
Macht uns Collect Evidence. Murder ist einfach noch ein vernünftiger Removal Spell. Top Yari Panther können wir Land cyclen. Gibt einen Six Drop in den Friedhof für Collect Evidence. Der hilft uns auch zu fixen für unser Dings. Also glaube ich, nehme ich tatsächlich den. Ich hätte jetzt eher erstmal gedacht, dass ich den Whisperer oder einen Murder mitnehme. Aber beim zweiten Hingucken macht der Top Yari Panther wirklich einiges für uns. Also der ist natürlich auch ein 6-Mana, 6-5er Trampler, wenn du gerade 6 Mana hast, dann ist das nice. Aber wie gesagt, der sucht uns auch unser Island raus für die Doppelgang. Und, ja, wie gesagt, legt einen Six-Drop in den Friedhof, den wir dann für Evidence collecten können. Hier nehmen wir uns den Killer Among Us mit. Das ist eine super einfache Wahl, weil die anderen Karten hier sonst einfach nicht so toll sind. Und die Karte erstaunlich gut ist für einen Five-Drop, der erstmal nur 3-1-1er macht. Okay, hier kommt der zweite Topiary Panther, nehme ich gerne mit. Wenn ich gewusst hätte, dass ich den hier bekomme, hätte ich wahrscheinlich doch einen Murder oder die andere Karte mitgenommen, die wir dann noch im Pack gesehen haben. Aber ist alles gut. Nicht schlecht, was wir hier zusammen haben. Okay, jetzt auch interessant, wir haben hier einen Krokodilf, der würde auf jeden Fall auch in unser Deck passen, ist nur nicht super wichtig. Public Thoroughfare für ein bisschen Fixing, noch ein Murder oder Nightdrinker Muroi für ein bisschen Fliegen. Ich mag den Nightdrinker Muroi und alles. Ich glaube, wir brauchen einfach super dringend noch ein Land, was uns fixen kann. Und ja, bin jetzt einfach froh, den dabei zu haben. Wir brauchen nicht so dringend spielbare Karten. Ich glaube, ein zusätzliches Murder würde nicht so viel für uns machen wie jetzt ein Slice from the Shadows. Das ist eine Karte, die würde ich sofort mitnehmen. Pompous Gadabout, denke ich mal drüber nach, ob ich den im Deck lasse. Ja, hier, das ist das Pack, was wir aufgemacht haben. Und wie ich gesagt habe, sind beide Karten zurückgekommen. Also, wie gesagt, selbst wenn wir den Exit Specialist nachher nicht spielen, wir haben keinen Pick verloren. Ich denke mal über They Went This Way. Reconstruction hat zwar Synergie, aber ich denke wirklich mal lieber über They Went This Way nach, weil wir wirklich zu ein paar High Drops kommen wollen, auch vor allem wegen Doppelgang. Und hier nehme ich gerne auch tatsächlich Fairy Snoop statt Vitugazi Inspector mit. Der kann es auch noch Karten in den Friedhof legen. Zweites Pick Your Poison, schätze ich mal. Oder Hedge Whisperer kommt zurück. Guck mal, wir haben schon 22 bzw. 21 Spells haben wir im Deck. In Pack 3, das ist natürlich ziemlich easy. Push und Pull könnten wir mit Schwarz spielen. Zweimal eine Destroy Target Tapped Creatures, ehrlich gesagt nicht schlecht in dem Format hier. Und Pull ist sowas wie eine sekundäre Win Condition. Cranko ist natürlich cool, aber wir haben gar nicht so viele Clues, von daher ist der nicht so stark. Mentor of the Meek ist mächtig. Detective Satchel ist cool, aber das sind ja alles keine Karten, die wir spielen können. Für uns wäre sonst nur der Unscrupulous Agent am Start. Und, ja, der ist nicht schlecht, aber ich denke mal, wir haben von einem billigen Removal Spell hier noch ein bisschen mehr tatsächlich. Wir haben ja nicht so viel Removal und mit dem, ja, Murder zusammen haben wir jetzt ein bisschen Auswahl, was das angeht. Escape Tunnel, ein Two-Drop, noch ein Panther. Es gibt ein paar Möglichkeiten, was wir hier machen können. Unser Early Game ist aber wirklich nicht gut. Von daher nehme ich tatsächlich mal den Sanitation Automaton mit. Es gibt ja einfach nichts, was super wichtig ist. Der dritte Panther ist nicht verkehrt, aber ist halt jetzt nicht mehr nötig. Da bekommen wir noch einen Panther. Vielleicht sollten wir lieber einen Fanatical Strength mitnehmen. Ich glaube fast, das ist stärker. Wir haben wirklich schon viele High Drops. Ob wir noch mehr Panther brauchen, die wir in den Friedhof legen. Dafür bräuchten wir erstmal noch mehr Collect Evidence Karten, die wir nicht wirklich haben. Wahrscheinlich tun wir uns wirklich einen größeren Gefallen, wenn wir Fanatical Strength haben. Sollte man nicht unterschätzen. So, jetzt könnten wir einen Rubble Belt Maverick für eine
weitere, nicht Collect Evidence Karte, ne, aber kann halt eine Kreaturenkarte, die deinen Friedhof verlässt, Synergie, aber eigentlich nur für die Chalk Outline, die wir nicht wirklich brauchen, auch am Ende. Ja, und die beiden Rod for Mordipedes. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich macht der Nervous Gardener mehr hier mehr für uns, wenn wir den nicht sogar wheelen können. Da ist das zweite Murder, aber hier wäre noch ein Moroi oder ein Inspektor. Ich glaube, ich nehme einfach Murder. Jetzt haben wir zwei Murders, das ist solide. Bin ich zufrieden. Alles nicht so wichtige Karten. Also nehmen wir Underground Mortuary mit, was unser Mana deutlich besser macht. Deutlich, deutlich besser. Jetzt könnten wir noch einen Ambusher mitnehmen oder noch einen Maverick. Wahrscheinlich wäre der Ambusher besser, aber wir probieren den Maverick mal aus. So unterwältigend, dass ich den einfach noch nie gespielt habe. Mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass wir nachher einfach nicht dieses Paket spielen mit von wegen Karten verlassen unseren Friedhof. Panther oder Mordipede, das ist dann die Frage. Wenn wir noch einen Mordipede haben, dann fängt es langsam an, sich zu lohnen. Da ist eh noch einer hinterher. Ja, haben wir gleich ein bisschen Auswahl, ja, beim Deckbau. Guck mal, drei Mavericks, drei Mordipedes plus Chalk Outline. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist das einfach nicht so gut. Und wir sollten einfach, also wir haben ja so schon gutes Late Game, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben die Panthers, Isoni, Hallion, Ambusher, Creeper. Alles für teurere Karten und Doppelgänge natürlich nicht zu vergessen. Ich glaube nicht, dass wir dann irgendwelche unterpowerten Kreaturen uns mitnehmen müssen hier. Das Einzige, was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass unser Early Game ziemlich schwach ist. Na, vielleicht spielen wir doch mal einen Maverick, lassen irgendwie einen Mordipede drin. Aber das Chalk Outline, mal ganz ehrlich, wie viele Karten haben wir, die überhaupt damit funktionieren? Ich guck mal, ich lass die Mavericks mal drin, damit wir quasi das Maximum abchecken können. Ja, das brauchen wir eh nicht. Das sind alle Karten, die... Na, Pull auch. Pull kann auch Karten, Kreaturenkarten aus Friedhöfen entfernen. Ich habe das Gefühl, dass unser Grund... Power Level einfach nicht so hoch ist. Wir haben, wie gesagt, ganz gutes Late Game, aber ansonsten, wir werden wahrscheinlich häufig unter Druck stehen früh. Vielleicht brauchen wir doch ein Pick Your Poison oder so. Wir haben halt wirklich kein einziges Slice from the Shadows bekommen, fällt mir auch auf, ja. Schade. Ja, den Mountain hier, den kann ich direkt mal rauswerfen. Dann sind wir auf 16. 16 Länder. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich tue jetzt einfach mal einen Forest dazu, damit wir auf 17 sind. Fanatical Strength passt halt auch nicht ganz so super zu diesem Plan von wegen, wir versuchen hier ins Late Game zu kommen und dann halt mit unseren krassen Doppelgangs und Isonis zu gewinnen. Aber hier ist sonst nichts mehr dabei, was irgendwie den Friedhof verlässt. Von daher wäre das hier also alles. 1, 2, 3, 4... 8 Karten, die den Friedhof verlassen.
wenn wir alle Mavericks drin lassen, nehmen wir jetzt mal an, dass wir nur so machen und ein bisschen sparsam mit den Mavericks umgehen, wären das immer noch 6 Karten, die den Friedhof verlassen. Ist das gut genug für ein 4-Mana-Enchantment, was uns gar nichts macht? Ich würde sagen, nein. Und die anderen Karten, die können wir auch einfach so dazu spielen und den einen Rotfarm Mordipede, der kann uns dann ab und zu mal vielleicht ein paar Lebenspunkte dazugeben und hat halt ansonsten keine große Bewandtnis hier in dem Deck. Das ist schon okay, damit kann ich leben. Aber ich denke mal, die Chalk Outline ist hier nicht gut genug. Obwohl wir danach gedraftet haben. Ich meine, ich habe jetzt nicht so aggressiv die Collect Evidence Karten geholt, aber bisschen schade. Ich hätte mir schon gewünscht, dass ich die Karte mal zum Laufen bringen kann. Aber wie gesagt, ich spiele keine 3 Rubble Belt Mavericks in meinem Deck, um ein bisschen, um das mal auszuprobieren. Einen Moment, hatte ich nicht gesagt, einen kann ich spielen? Naja, gucken wir gleich mal. Ja, einen probiere ich gerne aus. Das ist schon okay. Cease and Desist, ist es dann halt überhaupt so gut? Gibt halt auch eine Instant Speed Möglichkeit, die Rotfarm Mordipede anzuwerfen. Ich meine, Pompous Gadabout kann ich definitiv auch als Sideboard-Karte spielen. Der ist ja meistens in unserem Deck, sollte der nicht so gut sein. Der ist ein bisschen netter, wenn du selber aggressiver spielen kannst, weil der halt nicht von den 3 Manern 2-2 angeblockt werden kann. Aber wenn die angreifen und du musst blocken mit dem in 3 Manern 2-2, dann fühlst du dich auch ziemlich blöd. Auch wenn du theoretisch, was das Mana angeht, nicht downgetradet hast. Ja. Nee, aber ich glaube, ich habe tatsächlich hier den Ramp-Spell ganz gerne, weil der uns auch ein bisschen fixt für die Doppelgang. Das finde ich nicht unvernünftig. Der Automaton ist solide hier, weil er uns was in den Friedhof legt und einfach ein Early-Drop ist, der gut mit den 3-Mana 2-2ern tradet. Aber ein super starkes Deck ist das wieder nicht. Also ich erwarte mir hier nicht allzu viel, muss ich sagen. Der Repeat Offender, der hat irgendwie nichts verloren. Fühlt sich komisch an, noch einen Two-Drop aus dem Deck rauszulegen, wenn wir die Fanatical Strength drin lassen. Das sehe ich so ein bisschen. Also wir haben so ein paar Karten, die sich ein bisschen beißen. Zum Beispiel They Went This Way und Fanatical Strength. Die würde ich normalerweise nicht gerne im selben Deck sehen. Also, wir sind hier ein bisschen mehr Hybrid, als ich es eigentlich gerne hätte. Aber ich denke mal, wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht wäre tatsächlich Airtight Alibi besser bei uns als Fanatical Strength, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich habe tatsächlich Fanatical Strength auch schon defensiv erfolgreich eingesetzt, auch wenn ich es nicht unbedingt empfehlen kann. Cerebral Confiscation, definitiv nicht das richtige Deck hierfür. Vielleicht bringen wir es als Sideboard-Karte rein, aber das ist auch gut, wenn du selbst früh aufs Board kommen kannst und die Gegenseite eher so ein Deck wie unseres spielt. Dann kannst du mal ziemlich profitieren davon, die Gegenseite so 2 Karten abwerfen zu lassen oder halt ne, den Isoni oder Doppelgang aus der Hand zu nehmen, sowas in die Richtung damit. Aber du musst halt eigentlich schon auf dem Board sein. Wenn das das Erste ist, was du in einem Spiel machst, für 3 Mana Cerebral Confiscation spielen, dann kannst du auch gleich aufgeben. So, ganz jetzt mal ganz drastisch gesagt. Okay. Ja, ich bin weder überzeugt von dem Deck noch, ich bin nicht überzeugt von dem Deck. Belassen wir es dabei. Mal gucken, ob das Mana so stimmt. 7, 8, 9, 6, 7, 8 ist okay, aber wir haben 2 Murders, also wir wollen vielleicht doch lieber so machen, dass wir quasi 9, 9 und dann haben wir nur 2
Ein Island, eine Public Thoroughfare. Also wir könnten auch so machen. Wäre das besser? Haben wir halt 882. Haben halt ein getapptes Land weniger dadurch. Ich kann es schon sehen. Ich meine, wir haben drei Panther, zwei Gardener. Ich will halt nur nicht in die. Genau deshalb will ich eigentlich gerne zwei Basic Islands haben, weil wenn wir das halt irgendwie surveillen oder millen oder so oder gemillt bekommen, das eine Island, ne, dann können wir halt Doppelgänge nicht mehr ausspielen. Das wäre schon ziemlich übel. Von daher genau zwei Basics und die können wir dann super easy mit den Gardeners und Panthers raussuchen. Also wie gesagt, weil wir so viele davon haben, würde eigentlich auch eine reichen, aber ich habe irgendwie... vielleicht sollte ich das einfach nicht so sehr befürchten. Aber ich tue es. Ich tue es. Könnt mich einen kleinen Angsthasen nennen, das ist okay. Nee, aber ich denke mal, eben weil wir so viele Möglichkeiten haben, auch die Swamps und Forests rauszusuchen, sollten wir mit dem Doppelschwarz eigentlich keine großen Probleme haben. Oder halt mal Doppelgrün, wo wir den ja eh besser disguisen. Die spielen wir gerne mal später aus, sicher. Na gut, also wir sind ein bisschen Late Game Deck, was aber auch irgendwie Fanatical Strength und Mavericks und sowas spielt, ne? Nee. Meh. Schauen wir mal. Wir haben halt auf jeden Fall fantastische Finisher mit Doppelgang und Isoni und ansonsten auch ein paar starke Karten. Also ich meine, wenn wir einfach überleben und dann anfangen, unsere Five und Six Drops einen nach dem anderen rauszulegen oder aufzudecken, dann können wir schon leicht ein paar Decks überpowern, aber wir müssen halt erstmal dahin kommen, ne? Und wie gesagt, was uns ein bisschen fehlt, ist da der billige Removal. Deswegen war ich beim Push auch sehr dabei, aber dass wir überhaupt kein Slice from the oder Fanatical Strength auch, billiger Interaktionszauber. Aber dass wir halt überhaupt kein Slice from the Shadows gesehen haben, ist schon ein bisschen schade. Ja. Nicht mal den grünen, diesen Biss-Effekt, der auch Collect Evidence hat, hätte ich auch gerne einen von genommen, aber ja. Man muss eben mit dem arbeiten, was man bekommt. Und jetzt geben wir das Deck mal so ab und wagen uns in die erste Runde. Bis gleich. So, da sind wir in der ersten Runde. On the play. Mit einem Zero Lander. Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Guter Start für uns. Naja, Rift Rissalion ist ein 3-Mana 2-2er. Also, wir können die Hand behalten. Und obwohl wir hier den doppelgrünen Panther haben, werde ich hier wegen den beiden Murders, glaube ich, einen Swamp. Lieber einen Swamp behalten. Allerdings, der kostet auch Doppelgrün zum Aufdecken. Also wir haben schon zwei doppelgrüne Karten auf der Hand, aber noch kein Murder. Na, dann ist das wohl doch richtig, das so zu machen. Nervous Gardener. Können wir in Runde 4 spielen, wahrscheinlich. Ja. Könnten wir auch jetzt ausspielen, aber die sucht uns natürlich eigentlich auch sehr bequem den zweiten Swamp raus. Von daher mache ich das mal. Spiele ich mal ein bisschen greedy hier. Oh, die Gegenseite hat zu Mana Sentry. Ja, das ist blöd. Also die Gegenseite hat auch ein Late Game Deck wahrscheinlich, aber ja, der Sumala Sentry, der wird uns ganz schön vernichten, wenn wir keine Antwort auf den finden. Fanatical Strength ist nur eine Antwort, wenn die Gegenseite auch blockt. Okay, dann aber keine Disguise-Kreatur, sondern nur ein Seasoned Consultant. Das finde ich ja wirklich. Das kann man vertragen. Für die Chance, dass die Gegenseite hier
blockt, mache ich das natürlich gerne. Und jetzt können wir einen Gardener face downen. Und dann unseren Swamp, unser fünftes Land, bekommen. Nächste Runde, wenn wir holen das sechste Land. Und dann fangen wir an, teure Sachen auszuspielen. Gegenseite kann nächste Runde anfangen, mit ihren 1-3ern anzugreifen und die in 3-3 zu verwandeln. Aber schon wieder keine Facedown-Kreatur. Da bin ich ja dann doch ganz froh. Jetzt sollte ich allerdings mit meinen Angriffen ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Gegenseite noch 2 Mana offen hat. Letzte Runde war es nur 1 Mana, da hatte ich jetzt nicht so viel Schiss, ehrlich gesagt. Aber hier muss ich es jetzt auch nicht übertreiben. Ich kann ja einfach Nervous Gardener ausspielen und Fanatical Strength offen lassen. Wie gesagt, diesen Angriff hier halte ich einfach für total unvernünftig. Weil, klar, wir haben immer noch Fanatical Strength, aber die Gegenseite hat 2 Mana übrig. Die hat onboard einen fantastischen Block auf einen 2-2er. Wenn ich jetzt mit einem oder beiden 2-2ern angreife, dann kann die Gegenseite einfach mit 2-1-3ern blocken. Und ich bin quasi im Zugzwang, weil mein Gardener dann ja einfach stirbt, ohne eine Kreatur mitzunehmen. Stell dir vor, und dann spielst du Fanatical Strength und die Gegenseite hat ihr eigenes Fanatical Strength oder irgendeine Antwort und das ist absolut furchtbar. Also, wie gesagt, ich hatte initial schon sehr viel Schiss vor dem Sentry und ich habe auch noch weiter Respekt, aber solange die Gegenseite sich Zeit lässt mit dem Dings, ist das okay. Okay. Das ist dann wohl die Runde, wo die Gegenseite ihren großen Angriff startet, ha? Huh? Ich lasse die Gegenseite mal die Ward-Kosten bezahlen. Und dann habe ich ja meine Fanatical Strength und alles ist gut. Gegenseite mit 3 Kreaturen angreifen will, muss sie den Zumala Sentry verlieren. All Artifacts and Enchantments, das wäre der Case. Das heißt, wir können den Case loswerden. Wir können leider gerade sonst nicht viel machen, was richtig blöd ist, weil wir tatsächlich kein Land gezogen haben. Aber ich will wirklich warten hiermit, weil die Gegenseite könnte easy noch einen weiteren Case oder sowas ausspielen. Ich meine, ich kann ja einfach den Gardener aufdecken und restliche Mana offen lassen. Ich komme nicht wirklich weit voran damit, aber ist schon okay. Nehmen wir uns einfach den Forest. Den Panther hier zu landcyclen wäre, finde ich, großer Fehler gewesen. Okay. Gegenseite hat offenbar Tricks in der Hinterhand, aber dann ist das eben so. Wir haben ja jetzt unser Push, um den Zumala Sentry safe killen zu können. Wir haben ja jetzt den super Doppelblock auf den Zumala Sentry und stören uns ehrlich gesagt auch nicht riesig drum, wenn der jetzt stirbt. Wenn die Gardeners jetzt sterben hier, meine ich. +3/+3, was hier der wahrscheinlichste Dings ist, würde uns quasi sagen, es wäre gut mit dem Hellion zusätzlich zu blocken. Ist ja entweder +2/+3 oder +3/+3. Ja, wir haben noch genug große Kreaturen. Wir sollten uns hier leisten können, mit dem zu blocken. Vielleicht habe ich jetzt auch was übersehen, was diesen Dreifachblock hier extrem schlecht macht, aber ich habe kurz überlegt und +3/+3 oder +2/+2 sind die wahrscheinlichsten Effekte hier. Ja. Genau. Wenn die Gegenseite 2 Tricks hat, klar, dann kann ich nichts machen.
Ja, okay. Ah, hiermit bin ich ja einverstanden. Hallo. Hab meinen Helden gegen den Sentry plus einen Trick getradet. Klar, der Gegenseite hat einen Clou erhalten, aber das ist total in Ordnung. Ja, die Consultants greifen halt für viel Damage nächste Runde an, aber wir können ja. Einen davon killen oder einfach den Panther ausspielen. Oder Desist machen und den zerstören plus den. Aber dann greifen die immer noch als 3-3er an. Ich überlege halt, ob ich hier Seize machen soll, um halt ein bisschen weiter voranzukommen. Ich denke mal, es ist fast richtig. Die Gegenseite hat auch nicht mehr viele, nicht mehr viele Ressourcen übrig. Wir sollten also irgendwie hier ganz gut klarkommen können. Rod vom Mortipede, dann zerstören wir einfach einen Consultant und die Gegenseite hat nicht mehr viel übrig. Das ist doch ganz nett. Eigentlich hat die Gegenseite ja jetzt schon keine vernünftigen Angriffe mehr. Mit den Consultants on board zumindest. Mal gucken, ob ich das hier bereue, dass ich das Desist abgefeuert habe. Aber ich hätte ja nicht mal den Clou bekommen, deswegen denke ich mal, war das schon richtig so. Mortipede hat hier keinen guten Angriff. Und Panther macht mehr als Killer Among Us, von daher. Chillen wir so. Aber wir haben die allergefährlichsten Sachen, denke ich mal, hier entfernt. Crovert Haunch alleine macht mir jetzt auch keine große Angst. Kann die Gegenseite immer noch nicht vernünftig einfach blocken, meinen Panther muss den doppelt blocken. Da bin ich sehr zufrieden mit. Greifen erstmal an. Sehr schön. Killer Among Us. Und wen machen wir heute zum Killer? Sidon. Komm, ich liebe Sidon. Noch ein Panther, alles klar. Ich werde mich nicht über weitere 6-5er Trampler beschweren. Die können wir hier gut gebrauchen. Okay. Die Gegenseite macht mehr Kreaturen. Aber die Doggos sind ja eigentlich nicht so gut gegen meine 1-1er Tokens hier. Die Consultants können jetzt mit mehr angreifen, aber wie gesagt, onboard hat die Gegenseite ja eigentlich nichts Gutes. Die muss jetzt schon noch irgendwelche krassen Sachen auspacken, um hier mithalten zu können. Und ich greife. Ich meine, ich könnte mit allen Tokens angreifen. Das ist gar nicht so verkehrt, der Angriff mit allen Tokens hier. Chancen sind gar nicht so schlecht, dass die Gegenseite. Oh ja, wie bitte? Was? Hat die Gegenseite genau richtig geraten, verdammt. Aber ist auch auf 5 Lebenspunkten und die spielen weiteren Panther aus. Also, ich konnte mir das leisten, wie gesagt. Ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich ist es, wenn die Gegenseite mit zwei Consultants blockt, dass einer davon der Merfolk ist. Die Gegenseite hat jetzt Glück gehabt, aber wie gesagt, wir haben uns das leisten können. Deswegen hatte ich nichts dagegen. Okay, ja, ein paar Seasoned Consultants, das scheint der Plan der Gegenseite zu sein. Stomala Sentry, aber wir haben keine Facedown-Kreatur gesehen. Keine einzige, oder? Nee. Also nehmen wir mal an, die Gegenseite hat einen Go-Wide-Plan. Pick Your Poison könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass wir das hier benutzen können. Vielleicht
4-2er sieht hier ehrlich gesagt auch okay aus gegen die ganzen 1-3er. They went this way. Ist vielleicht gar nicht so nötig, wie ich gedacht habe zunächst. Will die Gardner und Panthers und sowas haben. Und ich kann nicht mit dem ersten Panther muss ich nicht so greedy sein, wie ich jetzt war. Ich überlege mir auf jeden Fall, ob Pick Your Poison hier eine solide Sideboard-Karte wäre, statt They Went This Way. Ich kann es mir vorstellen. Ich probiere es mal aus. Aber wenn die Gegenseite gut und aggressiv rauskommt, dann haben wir hier definitiv Probleme. So richtig sicher haben, oder ansatzweise sicher haben wir uns ja erst gefühlt, dass wir unseren 6-5er draußen hatten. Oh, das hier ist ja eine nette Hand. Auch wenn wir Maverick nicht Runde 1 ausspielen können. Aber ich meine, jede Hand, wo wir quasi auf Isoni hinarbeiten können, ist schön für uns. Vor allem halt mit sowas wie Nervous Gardener, die halt, das ist ein Spielzug, ein früher Spielzug, mit dem wir halt ne, irgendwie was machen können. Und bringt uns auch ein Land näher an Isoni ran. Das ist alles schön. Maverick kann vielleicht was im Friedhof legen für das Collect Evidence. Hier haben wir auch noch eine Surveil. Ja, was wir jetzt suchen, sind Länder. Ein Panther wäre sogar nice, einfach für das Collect Evidence Gedöns, aber. Ja, okay. Da sage ich nicht nein. Wenn ihr ihn mir gebt, den Panther. Zumal als Sentry wieder am Start. Okay. Unangenehm. Automaton ist hier gar nicht so gut, aber. Ich meine, Angriff für 1 oder von mir aus auch 3. Kommen wir mit klar. Einen weiteren Swarm brauche ich aber wirklich nicht. Ich plane sowas wie nächste Runde Panther plus Maverick oder so und dann da drauf die Runde Gardner und direkt aus. Direkt quasi aufdecken. Ah, da kommt auch noch ein Forest von selbst, das ist natürlich angenehm. Dann könnten wir auch Hedge Whisperer plus Maverick einfach spielen. Allerdings halten die den Sentry auch nicht auf, wenn der, sobald er den Haunch hat. Aber hier einfach den Gardener ausspielen, ist das gut? Also ich könnte auch Panther cyclen plus sonst was. Aber jetzt haben wir auch schon wieder 5 Länder. Jetzt könnte ich ja fast schon wieder nachdenken, ein bisschen greedy zu sein. Ja, weißt du was? Wir disguisen den hier. Wenn die Gegenseite hier ausrüsten will und einen Two-Drop spielen will oder so, soll mir das recht sein. Die Gegenseite hat es nicht geschafft, uns hart früh unter Druck zu setzen. Auch wenn sie, ich sag mal, positive Interaktionen hatte. Aber ich mache mir hier einfach keine großen Sorgen. Momentan. Ich denke aber durchaus, dass da noch Sachen im gegnerischen Deck sind, die wir noch nicht gesehen haben. So. Okay, eins dafür. Ich denke gerade drüber nach, hier mit einem Forest zu suchen, damit ich Maverick und Hedge Whisperer ausspielen kann. Ich glaube, das mache ich. Ich kann ja immer noch das eine mit dem Panther holen, also. Ich könnte jetzt auch einfach, wie gesagt, Whisperer plus Panther Cycle machen. Brauche ja eh noch was im Friedhof. Also Mörder würde auch reichen, aber den ersten Panther hier in den Friedhof zu bekommen, ist echt nicht schlecht, meine ich. Dann spiele ich den Maverick dazu, weil, oder auf jeden Fall jetzt erstmal den Maverick aus, weil dem sein Surveil könnte ja nochmal hier einen großen Unterschied machen. Weißt du was, das ist. Oh, Moment. Wenn ich jetzt mit Panther eine Karte raussuche, dann klappt das ja gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ja das sechste Land. Also ich kann ja auch einfach so machen. Ist egal, welche Reihenfolge. Spiel den Hedge Whisperer aus und alles ist gut. Nächste Runde haben wir Murder offen. Darauf die Runde haben wir
Entweder Isoni oder Panther, den wir ausspielen. Also, wenn die Gegenseite hier nicht ganz schnell uns irgendwie killt, dann ist das schnell vorbei. Ja, kann die Gegenseite machen, um den Case zu flippen, aber das ist auch kein Weltuntergang für uns. So, fünftes Land und wir haben Murder plus, was auch immer wir wollen. Ich könnte jetzt auch sofort Murder machen. Damit ich. Ah ne, Hedge Whisperer kostet ja auch 4 Mana. Ist ja Quatsch. Nee, dann machen wir. Machen wir den Hedge Whisperer einfach zum 1-4er. Und wir haben immer noch da. Wir brauchen hier eine Collect Evidence 4, ne? Also, dass wir den jetzt rausgenommen haben. Denn Maverick hat jetzt nicht viel ausgemacht. Für Isoni immer noch, wenn wir Murder spielen oder Panther cyclen, haben wir genug. Ja. Aber ich habe jetzt on board gute Blocks und dann muss die Gegenseite jetzt irgendwie halt ihre Tricks einsetzen oder so, um hier durchzukommen. Ja, oder so, damit das Phantom angreifen kann. Das soll mir recht sein. Mache ich das so. Nächste Runde, Isoni und alles ist gut. Ich könnte auch einfach Panther ausspielen. Ehrlich gesagt ist Onboard auch alles gut. Und stirbt vielleicht nicht so schnell. Ich sollte das Game auch vorbei sein, sobald wir Isoni spielen. Dann können wir nächste Runde Murder machen und nochmal Collect Evidence 4. Ah nee, doch nicht. Nee, so einfach geht das nicht. Ja, weißt du was, spiel den Panther einfach aus. Mit der Vermutung, dass der irgendwie stirbt und dann haben wir mehrere Runden Isoni Spaß vor uns. Beziehungsweise wird die Gegenseite wahrscheinlich aufgeben, wenn wir Isoni spielen. Wäre jetzt mal meine bescheidene Vermutung hier. Mortipede, okay. Ja. Ja, wie vermutet. Da haben wir ehrlich gesagt eine Menge Glück gehabt. Also jetzt muss ich mal, da muss ich doch mal ganz ehrlich sein. Die Gegenseite hat definitiv auch das Zeug für halt ein Deck, was einfach viel Druck aufbaut. Ein paar gute Go-White-Karten, die halt wie Krovatorn Killer Among Us, die halt mehrere Kreaturen machen. Einige Seasoned Consultants, die von einem Wald oder halt auch Case of the Gateway Express, die halt gut zusammenarbeiten für so ein Geh in die Breite Deck. Der Sentry halt, der scheint völlig fehl am Platz zu sein und der ist jetzt halt in beiden Spielen rausgekommen, war halt jeweils ein 2-Mana-1-3er mit Reach. Der hat halt einfach hier einen miesen Job gemacht in dem Deck. Also, das ist das Einzige. Ansonsten gefällt mir das gegnerische Deck. Und wie gesagt, ich denke mal, wir haben Glück gehabt, unter anderem, dass die Gegenseite immer den Sumala Sentry gezogen hat. Oder sagen wir mal so, vielleicht hat die Gegenseite auch einen Haufen Dogwalkers im Deck und die einfach nicht gezogen. Also, entweder hatten wir Glück, dass die Gegenseite den Sumala Sentry immer gezogen hat, obwohl sie nicht viele Disguise-Kreaturen hat. Oder wir haben Glück gehabt, dass die Gegenseite keine Disguise-Kreaturen gezogen hat. So oder so hat das effektiv halt dazu geführt, dass der in beiden Spielen sehr unterperformt hat, wodurch wir dadurch allein schon ein bisschen die Nase vorn hatten. Und die Gegenseite sich, würde schon fast sagen, selbst ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat damit. Das soll jetzt nicht mal unbedingt eine Kritik sein, weil ich kann sehen, je nachdem, dass ich dieses Deck da gedraftet habe und den auch rein tue, weil ich habe vielleicht doch irgendwie zwei oder drei Disguise-Kreaturen irgendwo im Deck. Und ich brauche einfach mehr Two-Drops, auch für die Season Consultants und so und einfach für auch Case of the Gateway Express, Krovatorn und so weiter.
Also das kann ich durchaus sehen, wie das zustande kommt. Ne? Ich möchte nur noch mal hervorheben, wie die Tatsache, dass der halt tatsächlich nicht mehr weiß, ein 2-Mana-1-3er-Reach halt ein großes Problem für die Gegenseite war. Und wir haben halt sehr schön einfach unseren Plan so. Ne? Wir haben nicht gut so Statuswerte aufs Board gelegt früh oder so. Ne? Wir brauchen immer so ein bisschen, um aufzubauen, aber klar, dann fangen wir an, unsere 5-Drops, unsere 6-Drops zu legen. Und dann geht es uns ganz gut, wenn wir dann nicht schon, was weiß ich, auf 8 Lebenspunkten runter sind oder so. Deswegen, ich vermute durchaus, dass wir hier noch gegen ein aggressiveres Deck kämpfen werden, wo wir große Probleme bekommen zu stabilisieren. Dem sind wir hier nochmal so entkommen, ne, der Gefahr. Das wollte ich eben hervorheben, weil das eine große Schwäche von unserem Deck ist. Ich muss immer sagen, wenn ich Hedge Whisperer im Pack sehe, denke ich immer, ja, geil. Und wenn ich den dann auf dem Board sehe, denke ich mir, oh, wie 4 Mana auch. Muss ich nochmal überdenken, was ich von dem Jungen halte. Aber sollte eigentlich solide sein in unserem Deck. Also wir lassen ihn mal drin. Und ist auch einfach ein Mana-Spielzug. Auch ein früher Verteidiger, sowas in die Richtung. Denk mal, wir kommen klar. Ja, dann machen wir mal weiter mit Runde 2. Bis gleich. So, willkommen hier zurück. Wir sind on the draw dieses Mal. Haben auch keine fantastische Starthand. Ein bisschen langsam, aber das habe ich ja eben gerade erst erwähnt. Gehört ein bisschen noch dazu. Werden wahrscheinlich Seize in Runde 2 benutzen, einfach um schneller durchs Deck zu kommen. Ja, und dann legen wir die halt in Runde 3, haben hier noch ein Removal oder Finisher in der Hinterhand. Vielleicht kommen wir sogar klar, wenn das hier ein Aggro-Deck ist. Rubble-Welt Maverick. Ist das hier etwa ein, wie sagt man, Mirror-Match gegen ein ähnliches Deck? Was ähnliche Sachen versucht. Gegenseite hat wohlgemerkt auch einen Mulligan genommen. Beide Karten obendrauf gelassen. Das waren vielleicht einfach Länder. Kann ich mir vorstellen. Und ja, es ist tatsächlich grün-schwarz, gegen das wir kämpfen. Aber vielleicht ein etwas schnelleres Deck. Wo mit Insidious Roots. Also vielleicht ein bisschen mehr noch. Ausgelegt auf das Gedönsels hier, ne? Auf das Creature Cards Leave Your Graveyard Thema. Da müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht mit Seize der Gegenseite noch Bonus geben hier. Aber es ist nur Creature Cards Leave Your Graveyard. Also wenn die Gegenseite jetzt irgendwelche Non-Creatures millt, ist das auch okay. Aber ja, die Gegenseite hat Zeit aufzubauen. Wir machen nicht wirklich was. Ist blöd. Aber halt natürlich, wie wir sehen können, längst nicht so schlimm, wie wenn das jetzt irgendwie ja, keine Ahnung. Ein Aggro-Deck wäre, ne? Dann hätten wir jetzt schon deutlich mehr Schaden. Hier spiele ich, da wir kein weiteres Land auf der Hand haben, gerne den Nervous Gardener aus. Auch wenn es jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dass der stirbt durch Slice from the Shadows oder so, könnte die Gegenseite ja haben. Counterspell sogar. Tatsache ist ein Counterspell. Na gut, ja, ist ein bisschen blöd für uns. Aber ich meine, die Gegenseite hat nur noch zwei Karten auf der Hand. Furchtbar ist es auch nicht. Chalk Outline, okay. Na gut. Joa, ich denke mal, dann spielen wir einfach Rot Farm Mordipede. Ja, ich meine, die Gegenseite kriegt gutes Value, wenn der Rubble Belt Maverick hier den Friedhof verlässt, aber ist auch nur ein 2-2er. Ja, wir können auch warten, bis unser Vengeful Creeper hier das kaputt machen kann, ehrlich gesagt. Ist ja nicht so, als würde die Gegenseite uns gerade heftig unter Druck setzen.
wenn wir mal so ehrlich sind. Also glaube ich, spiele ich einfach da drauf. Können wir jetzt mal ein Fanatical Strength hier offen lassen. So, braucht nur ein Land, können wir den aufdecken und dann machen die Mavericks schon mal nochmal weniger. Aber ich hätte mich natürlich sehr gefreut, mal ein Assist hier einzusetzen. Das wäre natürlich cool gewesen. Nehme ich hier drei oder. Also ich meine, ich könnte beide blocken irgendwie und die Gegenseite kann eine +1 Marke da drauflegen und einmal hiervon profitieren. Das Nervige ist halt, dass wenn ich das mache und nächste Runde kein Land ziehe, gebe ich der Gegenseite halt ein bisschen zu viel Value. Ich block einfach diese Runde noch nicht. Also ich bin ja auf 15, das kann ich mir ja locker leisten. Noch ein Rumpelwelt Maverick. Ja, wirklich, ich will einfach nur das sechste Land haben. Dann die Gegenseite hier reinlaufen lassen, quasi in die Bredouille. Das wünsche ich mir. Ja, okay, gut. Okay, das sollte jetzt gut werden. Das hier. Easy. Wenn die Gegenseite jetzt zwei Mavericks hier rein, quasi zerstört, dann. Ja, das dachte ich mir doch. Jetzt komm, jetzt kannst du auch mit allen angreifen. Nee, will die Gegenseite wahrscheinlich nicht machen, einfach um einen zurückzuhalten für meine möglicherweise großen Angriffe. Das ist auch vernünftig. Das ist auch vernünftig. Aber sehr, sehr nice für uns, weil wir jetzt hier wirklich massiv profitieren. Meine Gegenseite könnte hier noch irgendwas Komisches aufdecken, aber das hier ist auf jeden Fall ein schöner Blowout. Jetzt muss die Gegenseite viel Arbeit machen, nur um ein paar Pflanzen zu bekommen und die wachsen zu lassen. Das geht nur als Sorcery, okay. Gegenseite tut nichts. Ich könnte einfach Ambusher plus Fairy Snoop ausspielen. Ich könnte auch Fairy Snoop disguisen und einfach Fanatical Strength und das Ding offen lassen. Ist auch nicht ganz unvernünftig. Mein Angriff mit Ventral Creepers erscheint mir aber auch gut und sinnvoll. Machen wir das also mal zuerst. Schauen wir, ob die Gegenseite darauf reagiert. Mit dem Rubble Belt Maverick, klar, kannst du weiter Jump blocken, verlierst Ressourcen, bekommst sie zwar irgendwie wieder durch die Roots, aber ist alles mit Arbeit auch verbunden. Eigentlich will ich aber auch den Burschen rausbekommen. Und will ich Fanatical Strength? Ich glaube, ich halte Fanatical Strength offen. Ich glaube, wir können uns hier durchaus leisten, ein bisschen langsamer zu spielen. Fairy Snoop macht eh nicht viel Schaden oder so. Die ist ja nur dazu da, um. Aha, ja, ich dachte mir das schon, dass die Gegenseite hier nämlich dann versucht, mit dem Crocodile irgendwas Schwieriges zu machen.
Hat aber nur den einen Forest. Ja, deswegen können wir tatsächlich mit Fanatical Strength hier ziemlich gut den Krokodelfen bekommen. Gegenseitig greift aber gar nicht an. Ah. Okay, interessant. Kann auf plus 2 gepusht werden, okay. Wir könnten den aufdecken und den Fester Leech damit quasi killen. Ich meine, der Krokodil würde halt trotzdem noch leben. Will ich denn den Ambusher plus mein Strength für den Krokodelfen traden? Das Problem ist halt, wenn die Gegenseite Doppelblock mit Fester Leech und Krokodelf, habe ich halt nicht so viel davon. Gar nicht so angenehm hier. Ich will die Gegenseite jetzt halt nicht lang, der Gegenseite jetzt nicht lange Gelegenheit geben, hier wieder aufzubauen, so. Aber vielleicht muss ich das. Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen langsamer spielen. Vielleicht tatsächlich einen Angriff provozieren oder so. Ich sehe halt einfach nicht, wo wir hier massive Vorteile haben durch den Angriff. Also wir haben ja on board keinen guten Angriff, ist hier das Problem. Also der Creeps-Boy, der. Da müsste ich ja auch Fanatical Strength einsetzen. Und dann geht er nur auf einen 8-8er, ne? Wie gesagt, Krokodile plus Fester, die sind dann 9-9er Statuswerten. Okay, das ist. Okay, das ist eine richtig eklige Bombe. Ja, das ist ein Problem. Creatures you control have wither. Heißt, dass sie Schaden in Form von -1 Counter machen. Das heißt, dass tatsächlich Schaden ab jetzt bleibt. Zumindest auf den gegnerischen Kreaturen. Gegenseitig hat 2 Mana offen, wegen dem Plan-Token. Ich würde eigentlich gerne den Krokodelfen tatsächlich loswerden können. Ah, ich kann ja dafür sorgen, dass Massacre Girl den Ambusher blocken muss. Ja, dann muss ich das wohl in Kauf nehmen. Und hier vielleicht den Schaden durchlassen tatsächlich. Könnte auch Creeper gegen Krokodile trainen und meine Morty-Feet ein bisschen schrumpfen lassen. Theoretisch okay. Ich decke den erstmal auf und guck mal, was ich noch bekomme. Vitugasi-Inspektor. Oh, der lässt die Morty-Pete auch nochmal größer werden. Das ist auch nice. Okay. Ich finde es okay, hier den Doppelblock zu machen. Wir kriegen Massacre Girl auf jeden Fall gekillt. Bin mir ziemlich sicher, egal was die Gegenseite macht. Ich kann halt 2-mal Counter drauf machen und trotzdem killt mein Culvert Ambusher mit Fanatical Strength die noch. Ja. Ich würde den Crocodile natürlich auch gerne pushen, aber irgendwie habe ich das dafür nicht die. Nicht die Zeit hier. Ja, extra Karte gezogen. Aber er hätte die Gegenseite auch, wenn ich den Angriff durchgelassen hätte. Okay. Mein Plan ist ja einfach nur Massacre Girl hier wachsen zu lassen. Hier zu killen.
meine, dann ist das hier schon fast gelaufen, das Game. Gerade ist es echt nur Massacre Girl, aber die kann halt zum 6-6er werden jetzt, was nervig ist. Es kostet mich wieder viele Ressourcen, damit fertig zu werden, aber gotta do what you gotta do. Vier Fünfer. Okay. Killer Among Us. Ja, das kostet viele Ressourcen. Das hier, es ist eklig. Aber langsam hat die Gegenseite nichts mehr übrig. Ja. Okay, werden ja ein 7-8er durch die Fanatical Strength. Das heißt, wir können so zwei Plants killen, Plant noch dazu killen. Gegenseite zieht nochmal eine Karte, aber dafür sind wir dann Massacre Girl endlich los. Ja, wir sind noch ein bisschen hinten auf dem Board jetzt durch alles, was da passiert ist, aber wenn wir jetzt genug Zeit haben, unsere Karten auszuspielen, sollte das eigentlich funktionieren. Naja. Ich habe ja an sich vernünftige Blocks hier. Gegenseite kann sich noch ein bisschen millen, noch ein bisschen Schaden machen. Aber wir bekommen noch ein bisschen Schaden, ein bisschen Leben zurück, wenn die Multipede hier größer wird. Und, ja. Wir könnten natürlich auch. Gegenseite hat ein paar Extracted Confessions. Okay, ja. Das hier hätte definitiv ein bisschen anders auch ausgehen können. Mächtige Karten bei der Gegenseite. Aber es ist sowieso erst das erste Spiel. Damn, das hier dauert lange. Wir können den Crocodile und Massacre Girl aus dem Friedhof holen, die Gegenseite damit angreifen. Plus die Multipede verstärken. Aber es bringt uns noch nicht so super weit nach vorne, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich mache lieber Achso, ich muss erst 6. Okay, ah, hier 7. Holen wir mal ein paar Lebenspunkte zurück. Bums, Killer Among Us. Und ich bin ein armes, unschuldiges Menschlein. Ich würde doch nie jemanden töten. Na, warten wir mal ab. Okay. 4-4. Ich meine, ich könnte auch einfach mit allem blocken, was nicht verdächtig ist. Und die Gegenseite kann dann zwei Kreaturen killen. Inspektor plus ein Token oder sonst gegen. Ich denke mal, wenn die einen Trick hätte, hätte sie doch auch mit mehr angegriffen, oder? Ich glaube, es ist an der Zeit, den Fester Leech hier zu entfernen. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen auch Intuition, um ehrlich zu sein, ne? Weil man könnte ja auch zu Recht sagen, sei lieber vorsichtig hier an der Stelle.
wenn das jetzt ein Trick ist, verlierst du unnötig viele Ressourcen für einen Angriff, der gar nicht so schlimm für dich ist. Aber ja, ich finde halt. Ja, gesagt, wenn die Gegenseite so viele Kreaturen zurücklässt, nur mit dem Pumper angreift, der auch on board okay angreifen kann, ja, dann denke ich einfach, dass das eben ein normaler Angriff ist und kein Hinweis auf einen Trick. So, ich krieg einen 4-4er, die Gegenseite kriegt einen 4-4er. Wir alle kriegen einen 4-4er. Jetzt könnte ich natürlich nochmal eine Menge Value bekommen durch meinen Push and Pull, was ich wahrscheinlich auch mache. Das ist einfach zu wertvoll, diese Runde. Wir bekommen Massacre Girl, Undercover Crocodile. Die Gegenseite muss komische Blocks machen. Oh! Ah! Okay, das war nicht so gut. Oh, ich dachte, ich krieg den Trigger, aber natürlich kriegt die Gegenseite den Trigger. Upsis, upsis. Ja, jetzt habe ich der Gegenseite einen 4-5er gegeben. Joa, okay. Und ein neues Plantoken gemacht. Ey, der Daus. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Da muss ich doch ehrlich sein. Ja. Ah ja, das war ein Fehler. Oh, und ich habe nicht mit meinem Token angegriffen. Okay. Fehler über Fehler werden nicht weniger. Oh Gott, ich krieg 8. Oh Mann. Ah, lässt die Konzentration schon nach. Ich habe auch noch nicht richtig gefrühstückt, nur Kaffee. Kein Wunder, das macht sich jetzt bemerkbar, wa? Gravestone Strider, okay, das ist nicht mega schlimm. Aber schlimm genug. Okay. Komm, Isoni. Doppelgang. Okay, ich kann die nächste Runde richtig, richtig viel kopieren. Richtig, richtig krass viel. Okay, Moment. Nochmal, um sicher zu gehen. 15, 11. Das heißt, ich kann drei Sachen dreimal kopieren. Nicht schlecht. Zum Beispiel Killer Among Us. Das heißt, ich sollte das jetzt nicht verwenden, tatsächlich. Ich muss nur überleben diese Runde, dann sollte ich das hier schaffen können. Drei Kopien von Killer Among Us plus drei Kopien von Rod Farmorti plus drei Kopien von Fairy Snoop oder so. Ich nehme hier vier ins Gesicht, glaube ich. Bisschen riskant ist das hier, aber ich denke, es ist richtig. Goblin. Merfolk und Merfolk. Extra viele Merfolk. So, jetzt haben wir alles voll hier. Das war unsere Win Condition. Deswegen habe ich die Karte gefirstpickt. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, schaut es euch gerne nochmal an. Drei Kopien von drei Permanents jeweils.
drei Kopien von Killer Among Us, drei Kopien von Fairy Snoop, drei Kopien von Rod for Morty Pete. Ja. Also, ja. Sweet Dreams, würde ich sagen. Ja, die Gegenseite ist definitiv sehr auf ihre Kombos angewiesen. Obwohl ansonsten, ne, hier sind ja auch Extracted Confessions. Und wir haben auf jeden Fall schöne Synergiekarten. Wir müssen an eine Repulsive Mutation denken. Und Massacre Girl ist natürlich etwas, was, ne, dafür die brauchen wir dann einfach einen Murder oder so. Aber wie gesagt, dass wir die nicht gesehen haben, dieses Spiel war auf jeden Fall gut für uns. Die Extracted Confessions und Bite Down on Crimes. Ja, aber es sieht schon so aus, als könnten wir die Gegenseite ziemlich leicht countern, wenn wir ihre ja, Enchantments zerstören. Von daher nehmen wir hier ein Pick Your Poison mit rein. Tun They Went This Way nochmal raus. Und dann halt haben wir Desist, Vengeful Creeper und Pick Your Poison als Anti-Enchantment Stuff. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken, ob wir noch mehr haben wollen, aber bei jetzt zwei Enchantments, die wir gesehen haben, die problematisch sind, reicht mir das. Und es reicht wahrscheinlich auch, wenn wir eins von denen loswerden. Okay. Keine tolle Hand oder so, aber der Maverick gibt uns noch ein bisschen Kartenauswahl. Gardener, Panther, hier ein Murder für Massacre Girl oder was auch immer. Bin aber definitiv auch vorsichtig, bevor ich einen Maverick gegen Maverick trade, weil der für die Gegenseite halt nochmal wesentlich besser zu sein scheint. Und direkt einen Gravestone Strider in den Friedhof gebracht. Auch nur für Collect Evidence 6 quasi schon. Karten zusammen nicht schlecht. Aber ich habe Pick Your Poison gezogen, was nett ist. Das heißt, ich kann nächste Runde eventuell direkt schon mal ein Enchantment entsorgen. Spielen wir unseren eigenen Maverick, gucken nach, was los ist. Was ist mit diesen Karten? Gefallen die uns? Meine zwei Panthers ergänzen sich gerne gegenseitig und die Rod for Morty Pete habe ich auch nicht so viel dagegen. Runde 2, Pick Your Poison oder Panther. Runde 3. Ich überlege halt, ob ich den Panther oder den Monty Pete oben lassen will. Ich glaube aber den Panther tatsächlich. Nur es könnte sein, dass ich nächste Runde Basic Land Cycling benutze, deswegen. Ja, da wir das Pick Your Poison hier haben, bin ich ein bisschen versucht, hier zu blocken. Aber ich glaube, ich muss es noch nicht entscheiden. Weil ein Schaden ist halt ein Schaden, ne? Damit kommt man klar. Okay, Gegenseite hat nichts gemacht. Halt eben auch einen zweiten Forest ausgespielt, anstatt wo ich schon halt dran gedacht habe, Insidious Roots zu spielen, dass die Gegenseite vielleicht einen Swamp auslegt, Insidious Roots spielt. Ja, wir können noch chillen. Traden hier einen Schaden gegen einen Schaden, sonst passiert nicht viel. Die Gegenseite kann mir wohlgemerkt mit dem Gravestone Strider halt auch was aus dem Friedhof entfernen. Was nicht so geil ist, aber kommen wir schon klar mit. Okay, Face Down Card. Tappe ich und spiele einfach den Gardener aus. Weil solange wir unsere Landdrops treffen, brauche ich die Panther noch, muss ich die Panther noch nicht cyclen. Und wie gesagt, da sie eh aus dem Friedhof entfernt werden können mit dem Gravestone Strider, habe ich da nicht unbedingt so viel von, das jetzt zu tun. Ich meine, ich könnte dann garantieren, dass ich die Morty Pete nächste Runde legen kann, aber hier scheint es mir tatsächlich in dem Game hier weniger um Tempo zu gehen als mehr um Value.
Interessant. Aber ich glaube, ich spiele lieber ein Island aus. Tatsächlich, ja. Hier wäre es richtig, das Island zu nehmen, offen zu lassen, dann für das Murder. Ja, okay. Okay. Ich meine, wir haben on board solide Blocks. Wir können entweder den Fester Leech oder den Facedown blocken. Und wenn die Gegenseite dann flippt, haben wir einen Murder zur Verfügung. Ich nehme nämlich an, dass das die beiden Angriffe sind. Und wenn Fester Leech der einzige Angriff ist, dann lassen wir den dann einfach durch, ist die Frage. Wäre schon irgendwie okay. Kriegt er plus zwei nur. Ja, nee, dann lasse ich es durch. Ich gebe der Gegenseite zugegeben noch mehr Möglichkeiten hier. Ist das so wichtig, hier was in den Friedhof zu bekommen? Du hast auch dein Friedhofszeug. Jetzt überlege ich mir, ob ich doch das Murder einsetzen will. Okay, ich mach's. Auch um mein Mana effizient auszugeben. Na gut. Also ich bin ja froh, wenn nicht viel passiert. Da kann ich mir das sechste Land jetzt obendrauf surveillen oder einen guten Spell. Oh, das sechste Land. Ich kann weiter meine Dickies ausspielen hier. Der Riftburst Hellion freut sich dann auch irgendwann. Aber jetzt kann ich nächste Runde erstmal anfangen, die Topiary Panthers auszuspielen. Ich habe immer noch mein Pick Your Poison, wenn die Gegenseite anfängt, ihren Friedhofs-Synergiekram hier mitzubringen. Ich schätze mal, wir sind in einer recht bequemen Position. Ich meine, die Gegenseite hat auch noch einige Handkarten. Aber ja. Ah, hier fehlt wahrscheinlich Doppelschwarz für Massacre Girl. Ich meine, klar, Massacre Girl wäre wieder ein Riesenproblem. Ich will nicht lügen. Vielleicht bereue ich es dann ein bisschen, mein Murder, also eins von meinen Murders ausgegeben zu haben. Weil ich bräuchte dann schon das zweite Murder wahrscheinlich, um gut handlungsfähig zu bleiben. Dass die Mortipedia stirbt, das stört mich nicht. Wie gesagt, ich habe eine Menge dicke Kreaturen, wo das herkam. Ich überlege hier einfach anzugreifen. Weil worauf soll die Gegenseite umdrehen, ganz ehrlich? Wenn die Gegenseite sich hier den Block mit dem Maverick schnappt, ist das für uns nochmal ein Hinweis, dass sie wohl ziemlich sicher halt ihre Synergiekarten hat und jetzt darauf wartet, die auszuspielen. Aber ich denke mal, wir kommen damit klar, dass die Gegenseite irgendwie ein oder zwei Trigger bekommt. Ich meine, das wussten wir vorher auch nicht, dass die Gegend. Ich meine, es schien so durch den Angriff von dem Fester Leech, dass die Gegend sehr scharf drauf ist, Karten in den Friedhof zu bekommen. Da ist die Chalk Outline, okay. Aber es ist ja trotzdem okay. Das ist jetzt ein Trigger und dann kriegen wir die entfernt. Das heißt, uns geht's super. Uns geht's super. Ich bin froh, dass ich die Chalk Outline jetzt sofort loswerde und hier. Also, sobald das der Fall ist, auch, ne, sind wir sehr weit vorne. Gegenseite bekommt zwar noch einen Detective und einen Clue, aber. Okay, na gut. Okay. Zugegeben, das war ziemlich nice. Ja, schön, gut gemacht. Oh, Isoni. Und wir können nicht Isoni plus ein Six-Drop spielen. Ist ja unfair. Aber wir müssen das Enchantment hier loswerden. Genau, und dann einfach den Hellion. So. Und jetzt ist alles gut.
okay, die Gegenseite kann mit Graves und Strider nicht viel gegen Izzoni machen. Das heißt, eigentlich muss ich nächste Runde nur Izzoni resolven und dann sollte es das gewesen sein. Wir sind die schwierigste, also die beste, das beste Enchantment von der Gegenseite losgeworden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gegenseite noch eine Extracted Confession oder irgendwas hat und Izzoni killen kann, wie gesagt, aber wir kriegen ja schon mal zwei Spiders. Damit geht's uns doch gut. Wie gesagt, hier müsste einiges sehr schief laufen. Klar, Massacre Girl, wie gesagt, kann hier durchaus nochmal der Gegenseite viel Zeit kaufen zumindest. Aber Resolved Izzoni sollte hier den Sack relativ zumachen. Das ist okay. Auch damit kann ich leben. Nur noch mehr Futter für Izzoni. Klar. Glaube ich. Mehr Futter für Izzoni. Ja, wir schauen mal. Die Gegenseite hat noch Karten. Kann noch Kram machen. Da ist noch eine Face-Down-Kreatur, von der wir noch nicht wissen, was es ist. Alles mögliche Probleme. Aber wie gesagt, normalerweise sollte jetzt alles klar gehen. Pick your poison plus murder, theoretisch, weil es keine Kreaturen sind. Und ich habe noch Sachen, die mich dafür belohnen, dass Kreaturen den Friedhof verlassen. Ja. Ich habe Fairy Snoop, um ein bisschen nachzuladen. Ich habe Panther für eine weitere dicke Kreatur. Das wird auch meine höhere Priorität sein. Aber uns geht's gut hier. Selbst wenn die Gegenseite jetzt noch ihre Insidious Roots bekommt, schaffen wir das auch. Die Spider sollte man jetzt auch alleine als Angreifer nicht unterschätzen. Die werden hier schon gute Arbeit machen. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass die Gegenseite den Maverick nicht geexalt hat, aber will vielleicht, wie gesagt, einfach warten auf die Insidious Roots oder vielleicht die zweite Chalk Outline oder so. Aber die Gegenseite zeigt uns auch, welche Karten wir hätten haben wollen, ne? Vielleicht ein Gravestone Strider, Balteron und Crime, definitiv Extract a Confession. Oh, Moment mal, die Gegenseite hat auch richtig viele davon, ne? Okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich lasse das Land mal auf der Hand. Es könnte sein, dass die Gegenseite einen Scrupulous Agent hat, der uns eine Karte abwerfen lässt. Und Fairy Snoop können wir ja ausspielen und flippen für 6 Mana, also brauchen wir das gerade auch nicht draußen. Da sind die Insidious Roots. Okay. Die Gegenseite hat also auf jeden Fall noch mal ein bisschen Möglichkeiten hier mitzuspielen im Game. Counter verteilen. Was von Izzoni aus meinem Friedhof exilen. Ja. Ja, ja, ja. Jo. Ich schätze mal, wir greifen einfach an. Wie gesagt, das ist ein 2-3er-Plan und die Gegenseite bekommt noch eine dazu. Aber ich denke mal, ich greife trotzdem mit den Spiders und dem Panther an, weil es kann eine Spider aufgefuttert werden on board.
Aber wie gesagt, nur eine und dann kann der Panther nicht mehr profitabel geblockt werden. Ich denke mal, wieso? Vielleicht ist es ein bisschen aggressiv, vielleicht sollte ich jetzt lieber ein bisschen ressourcenschonender spielen. Aber ich mag diese Runde gerne noch ein paar Schaden reinbekommen, damit der Fairy Snoop hier nachlegen. Aber es ist definitiv jetzt ein bisschen. Naja, wir haben ja immer noch Doppelgänge, was uns quasi instant das Spiel gewinnt. Wir haben eine Fanatical Strength. Das finde ich jetzt interessant, hier mit dem Tipster zu blocken, statt mit dem Plant und zu exilen, aber okay. Ich meine, so bekomme ich ja einfach noch einen Kill, den ich sonst nicht bekommen hätte. Aber wer weiß, was die Gegenseite plant. Wir haben 7 Mana ausliegend, das 8. Land auf der Hand. Das heißt, wir können auch. Aha. Ach so, um die. Ach so, stimmt. Erst so kann die Gegenseite die Insidious Roots triggern. Okay, ja, das habe ich, da hab ich selbst ein bisschen übersehen. Das habe ich übersehen. Okay, na gut. Ja. Auch die Roots alleine, merkt ihr schon, können problematisch werden, aber noch kommen wir hier gut klar. 1-4er ist wieder ein herrlicher Blocker auf die 3-4er plant. Ja, die Gegenseite greift nicht mal an. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt auch einfach keine guten Angriffe mehr haben, um ganz ehrlich zu sein. Und ich denke auch schwer drüber nach, hier einfach den Counter auf die Fairy Snoop zu machen und einfach mit der versuchen, jetzt den restlichen Schaden zu machen. Nervig natürlich, wenn das ein Riftburst Hellion ist, dann geht das ein bisschen schief. Aber das würde auch schief gehen, wenn ich die Counter hier drauf mache. Ich denke, es ist einfach richtig hier. Mana Value 6 or greater, Panther. Ich denke, es ist richtig, hier auf die Snoop abzuladen und dann einfach unsere Kreaturen zurückzuhalten. 17 zu 7, beziehungsweise 17 zu 5, wenn wir diese Runde erfolgreich für 2 angreifen. Da bin ich froh genug mit. Das hier ist jetzt so ein bisschen wie. Ich bin eigentlich nicht so der Fußballtyp, ne? Aber wie irgendwie so die zweite Hälfte neigt sich gerade ihrem Ende zu. Du bist irgendwie halt 1-0, 2-0 vorne und versuchst jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele Tore zu machen, sondern eigentlich mehr oder weniger den Ball sicher bei dir zu halten. Nicht mehr viel durchzulassen. Na, weil wir sind jetzt, was die Lebenspunkte angeht, vorne, müssen also keine Risiken eingehen. Und wir sind, was die Games angeht, auch noch eins vorne, müssen also auch da keine Risiken eingehen. Ich weiß nicht, was die Gegenseite. Ah, das ist der Counterspell. Ich verstehe. Okay, ja, gut. Ja, ich meine, das gibt definitiv nochmal der Gegenseite eine Möglichkeit, was zu tun, weil der 9-10er jetzt natürlich ein Problem ist. Aber solange diese Facedown-Karte nicht auch eine riesige Kreatur ist, sollten wir klarkommen, weil wir jumpen können mit dem Maverick. Wie gesagt, die Fairy Snoop hier einfach in der Luft den Rest erledigt. Ah, Repulsive Mutation. Ich hatte gesagt, wir sollten sie im Kopf behalten. Aber ich meine, ich hätte nicht wegen der Repulsive Mutation den Inspektor nicht ausgespielt, das war schon richtig so. Du kannst nicht mit so viel Mana, die Gegenseite hat, kannst du da nicht drum herum spielen. Jetzt guck mal, jetzt haben wir Killer Among Us und den können wir resolven, der ist eh noch ein bisschen besser. Blockt auch hervorragend 2 Runden lang noch den 9-10er da. Also ich würde sagen, uns geht's gut. Uns geht's hier weiterhin gut.
Sei denn, das ist eine Reach-Kreatur. Aber es ist nicht, also es ist alles super. Sidon, beschütze mich. Ah, ich behalte das Land mal auf der Hand. Ich weiß, wir haben Blups, Doppelgang. Ah, okay, das war ein Vengeful Creeper. Aber trotzdem okay. Dann haben wir halt drei Jump-Blocker, meine Güte. Alles, was wir brauchen, sind zwei Angriffe mit der Fairy Snoop. Und wir sind golden. Selbst Massacre Girl macht hier nicht mehr viel. Kannst du dir das überhaupt leisten? Wegen dem Topiary Panther? Den Angriff da? 1, 2, 3, 4. Nee, kannst du nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gegenseite jetzt dead on board ist. Aber gehen wir es nochmal durch, um ganz sicher zu sein. Die Gegenseite ist auf 2. Wir zählen jetzt einfach, die Fairy Snoop kann hier, der kann hier nichts gemacht werden. Ne? Also die Gegenseite ist auf 2. Die hat 4 Kreaturen am Boden. Ich habe 5 Kreaturen am Boden. Eine davon ist allerdings ein 6-5er Trampler. Das heißt, die Gegenseite muss den schon mit 5 Toughness blocken, um nicht zu sterben. Und dann hat sie nicht mehr genug, um durch die restlichen Kreaturen nicht zu sterben. Insbesondere, da wir Menace haben. Also wir lassen hier 15 durch. Wie gesagt, wir würden ja auch noch, die Gegenseite würde auch noch was nachziehen durch Massacre Girl. Also wir lassen hier 15 Schaden durch. Ich vertue mich jetzt nicht und kriege hier irgendwo Lethal. Nee. Also, no blocks und die Gegenseite ist dead on board. Und das 2-0 ist unser. Ich hatte selbst die Spider eben noch nicht mitberechnet, aber dadurch ist die Gegenseite super dead on board. 2 von den Blockern, ne, die gehen jetzt auf 2. 2 Blocker werden schon für die Spider abgezogen. Kannst du dann auch so denken, noch 2 für den Panther und dann kommen 3 durch, beziehungsweise 4 Schaden durch. Und das war's. Naja, obwohl, ja, die gesagt, er könnte den komplett blocken. Nice! Woo! Wir schreiben wieder schwarze Zahlen. Wir schreiben wieder schwarze Zahlen. Nice, nice. Ja, nee, ehrlich gesagt, die Games waren jetzt auch durchaus unterhaltsam. Das waren langsame, methodische Games. Sowas mag ich gerne. Viele Mikroentscheidungen, die sich so langsam aufaddieren. Du musst auch schon das Late Game im Hinterkopf behalten, schon bei den Early Game Entscheidungen. Also, da sind eine Menge gute Sachen dabei. Guck mal, sogar unser Greed mit den Topiary Panther hat sich ausgezahlt, weil wir die dann beide ausspielen konnten. Pick Your Poison hat sehr schön die Chalk Outline erledigt. Aber die Gegenseite hat auch weise gespielt und die Chalk Outline erst ausgespielt, als sie sie auch triggern konnte. Also ich nehme mal an, dass das Absicht war. So, wer weiß, vielleicht sind die Karten auch einfach so gelandet. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, also ich habe den Eindruck, dass die Gegenseite auch vernünftig vorgegangen ist, gut überlegt hat, was sie hier machen soll. Der letzte Angriff jetzt war natürlich nicht super, aber ehrlich gesagt, wäre das auch sonst so gewesen, oder? Nehmen wir jetzt mal an, die Gegenseite hätte nicht angegriffen. Dann hätte ich einfach wieder 2 Schaden gemacht. Wäre sonst nicht viel passiert. Dann hätte die Gegenseite halt für alles Blocker gehabt. Wenn die Gegenseite nur mit dem 19er angegriffen hätte, dann hätte sie überleben können. Auf 1, ja. Ja. Von daher, ja, dann doch kleiner Fehler am Ende. Hätte es mit dem 19er nur angreifen sollen, um dann nicht dead on board zu sein. Wenn ich mit allen zurück angreife. Weil dann hätte ich ja auch wieder nicht mit allen angreifen können, ohne im Gegenzug zu sterben. Also hätte ich nur mit der Snoop angreifen können, hätte ein Land gezogen. Die Gegenseite hätte noch eine Chance gehabt, was zu ziehen. Ja. Also definitiv, ja. Am Ende jetzt einen kleinen Fehler, aber ich bin ja auch zwischendurch
ein bisschen unkonzentriert geworden. Ich habe einen Angriff mit dem 4-4er-Token verpasst im vorherigen Spiel. Ja, die Uhren waren beide auch schon gut runter. Naja, wie gesagt, so Games mag ich eigentlich gerne. Also ich bin sehr zufrieden. Und ja, ich musste dann auch das dritte Match ein bisschen später spielen. Hab heute noch etwas vor, aber ja, sehr schön, dass wir schon so weit gekommen sind. Und ja, hoffen wir, dass unser Deck das gut abschließen kann. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn wir jetzt nochmal einen Win durch irgendwie einen Doppelgang auf 2 oder 3 bekommen. Irgendwie vielleicht auch diesmal das gegnerische Zeug. So, das damit komplett rumreißenden Game, das würde ich doch gerne sehen. Aber auch wenn wir jetzt natürlich schallend untergehen, das ist auch völlig in Ordnung. Ich hatte bis jetzt schon eine gute Zeit, ich hoffe ihr auch, und wir sehen uns gleich im Finale. Hallo Freunde, willkommen hier im Finale mit einer, ich denke mal, soliden Starthand. Hedge Whisperer und V2Gazi Inspector machen jetzt noch nicht so viel. Aber wir haben Fanatical Strength in der Hinterhand, um ein bisschen schon mal früh was machen zu können. Ich meine, unsere Kreaturen sind jetzt nicht so aggressiv. Den defensiv zu benutzen ist nicht so stark, aber ein bisschen Interaktion und halt Doppelgang, auf das wir hinarbeiten können. Ich denke mal, das hier sollte man definitiv behalten. Ist aber sicher auch keine gute Starthand. Nur gut genug. Blau-grün, okay. Gegenseite kann also vermutlich auch ins Long Game gehen. Also auch vermutlich spät noch viel machen. Jetzt haben wir 2 Länder bis jetzt gezogen. Das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollten. Ich meine, ich kann ehrlich sehen, dass bringt uns nicht viel, hier den V2Gazi-Inspektor auszuspielen, oder? Nicht wirklich. Aber ich meine, könnte auch noch eine Weile dauern, bis wir den mit dem Evidence collecten können. Okay, und die Gegenseite verpassten Land Drop. Vielleicht war es ja also doch genau richtig. Haha, ein Schaden. Nimm das. Okay. Face down. Unauthorized exit. Echt? Uff, das ist aber bitter für die Gegenseite, auf meinen V2Gazi-Inspektor zu spielen. Wie gesagt, nicht, dass wir gerade die Gegenseite groß punishen können, aber ja, schon irgendwie. Weiterhin nichts. Okay. Ich will halt jetzt gerne das Island mal ausspielen. Dann haben wir das nämlich. Ja, ich meine, spielen wir den Inspektor hier aus? Wahrscheinlich schon. Jetzt können wir ja, auch wenn es eigentlich schwache Kreaturen sind, aber wenn die Gegenseite nur ein 3-Mana-2-2er jetzt spielt, können wir schon ein bisschen Druck machen und Fanatical Strength pushen. Das meinte ich halt. Wir können jetzt auch mit Doppelgang eine Kopie machen, aber das wirkt auf mich auch nicht so gut. So, wir bekommen ein bisschen Schaden rein, bekommen was in den Friedhof, eine möglicherweise später problematische Karte weg. Das war schon okay. Ist jetzt halt nur blöd, wenn wir nichts machen können. Wir haben schon sehr viele Länder gezogen, das stimmt. Ist also Screw gegen Flood, wie man sagt. Nur, dass wir nicht genug Druck machen können. Und ja, Screw beats Flood.
sagt man ja immer so, zumindest im Long Game. Ja. Zum Glück haben wir einen Zauberspruch, der unser Screw, unser Flood, sag ich mal, deutlich verträglicher macht, aber geil ist das ja auch nicht. Unser 1-3er-Blocker beweist doch nochmal seinen Wert. Isoni, okay, nice. Nur halt, ja, wir haben keine... Wir haben nichts im Friedhof. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Auch da... Gegenseite könnte jetzt natürlich noch einen Counterspell haben, aber ich denke, es ist tatsächlich richtig, hier Isoni auszuspielen. Weil wir nächste Runde auch 8 haben für die Doppelgang. Ja, das ist einfach richtig hier. Ist bitter, wenn das hier ein Counterspell ist, aber... Autsch, ja. Ach, eine Repulsive Mutation. Ja, ich hab's befürchtet, aber ich war mir nicht sicher genug. Also wüsste ich, dass das ein Counterspell ist, hätte ich Isoni nicht gespielt. Aber ich denke mal, das war es einfach wert hier. Und jetzt kriegen wir halt ein paar schöne Kopien. Ich könnte auch Hedge Whisperer benutzen, was nicht ganz verkehrt wäre. Aber ich will hier nicht wirklich auf 11 Mana kommen, oder? Also 2 Kopien von jeweils 2 Sachen sollten eigentlich reichen hier. Ja. Weil dann habe ich halt 3 5-5er die nächste Runde angreifen. Das ist schon ganz schön gut. Und ich kann den Riftburst Hellion auch noch als Disguise ausspielen. Dramatic Accusation, das ist okay. Ein Krokodil bekommt Ärger. Aha. Okay. Interessant. Das ist durchaus dieses +1/+1 sehr relevant hier. Warte mal, das ist doch eben schon mal passiert in einem anderen Match, dass da der 5-5er zum 6-6er wurde und mir alles versaut hat. Wie nervig. Aber, naja, was willst du tun? Ich kann das nur als Sorcery machen, glaube ich. Vier, also die beiden sind 4 zusammen. Gut, Also wenn das nicht auch ein Riftburst Hellion ist, ist es vielleicht gar nicht so wild. Aber ja, Schauen wir mal. Ah, okay, so wissen wir Bescheid. Das ist ein Death Toucher, gut. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber schon okay. Das heißt halt nur, jetzt müssen wir eventuell halt den Riftburst Hellion traden gegen den 3-3er. Das gefällt mir nicht gut genug, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich sollte noch auf Removal warten. Basic Land. Was auch immer. Nervous Gardener. Okay.
Nervig. Die Gegenseite nicht noch die Curious Inquiry für den Crocodile gehabt, hätten wir schon längst ein paar gute Angriffe drin gehabt, leider. Aber ich meine, wenn wir einen Murder oder so ziehen und wir haben davon ja noch ein paar im Deck, dann würde das gehen. Oh, das war aber auch ein Fehler von mir. Ich hätte im Upkeep den Nervous Gardener benutzen und den Mortuary raussuchen sollen. Damit ich jetzt eben das nicht ziehe für meinen Zug. Aber dann sollte ich wenigstens jetzt zuerst den Gardener aufdecken, bevor ich den Surveil mache. Na, wir haben so viele Länder, ey. Und wie gesagt, ein Removal Spell davon entfernt gewesen, die Gegenseite halt komplett zu killen. Und jetzt geben wir der Gegenseite reichlich Zeit, ihre eigenen Bomben oder so zu finden, leider. Wow, was? Wir hätten einfach noch ein Island gezogen. Brasa. Das ist doch viel zu krass. Ich meine, wir könnten quasi mit 3-5-5ern angreifen. Gegenseite kann einen auffuttern, aber das ist ehrlich gesagt auch schon blöd genug. Ich glaube nicht, dass wir das hier machen sollten. Wir brauchen wirklich einfach nur einen Removal Spell hier, um durchzukommen, ne? Selbst ein Desist wäre schon mega stark, wenn wir das ziehen würden. Also Cease and Desist, Destroy all Artifacts and Enchantments. Das Spiel wäre vorbei. Genauso wie Ventral Creeper würde auch schon was bringen, aber natürlich einfach einer von unseren beiden Murders. Das wäre das, was ich mir hier wünsche. Okay. Na gut, das finde ich ja gar nicht so problematisch hier, den Angriff. Gibt es irgendwas, was den richtig furchtbar machen würde? Aber ich glaube nicht, wenn ich so blocke. Gegenseite kann sich hier gerne ein bisschen was aussuchen. Ich hätte natürlich einfach nur den Riftburst Hellion mit dem blocken und umdrehen können, aber ich denke mal, die Gegenseite hat schon einen Trick, sonst hätte die das hier nicht gemacht. Ah, okay. So, ich habe immer noch 7 Schaden hier, trotzdem Eliminate. Das heißt, wenn die Gegenseite nicht noch einen weiteren Trick hat oder jetzt zieht, geht das trotzdem wieder schlecht aus. Für sie. Oh ja. Nice. Okay. Dieses Board ist auf einmal weit offen. Oh ja. Okay, noch ein zusätzlicher Death Toucher ist nervig. Dennoch denke ich mal, dass wir hier immer noch ziemlich gut dabei sind. Ja, das war natürlich genau die Karte, die ich jetzt ziehen wollte. ich denke mal, mit beiden 5-5ern angreifen ist hier schon angemessen. Das Nice ist halt, dass der 5-5er, dass wir einfach einen neuen bekommen, sobald er tot ist. Ja, ich dachte mir, dass die Gegenseite das hier nimmt, die Trades. Also ich habe gedacht, vielleicht lässt sie den Swamp durch. Ich glaube, den hätte ich tatsächlich auch durchgelassen. Aber ansonsten. Panther, Mordipede. Ja. Wahrscheinlich könnte man die Mordipede auch lassen, aber ich lasse einfach mal alle Spells oben drauf. Die Gegenseite jetzt nicht ein 6-6er ausspielt oder so noch, dann. Untap, ja, take action. So, ein paar gute Angriffe reinbekommen.
dann noch einen Panther ausspielen. Das ist der Plan. Vielleicht haben wir doch besseres Late Game als die Gegenseite. Gut. Dann war's das wohl. Jawohl. Sehr schön. Das haben wir sehr souverän gewonnen. Aber das lag halt auch dran, dass die Gegenseite mit ihren beiden Curious Inquiries nicht wirklich was unternehmen konnte. Ich würde auch sagen, es ist gar nicht unbedingt das beste Curious Inquiry Deck. Also vielleicht zwei spielen. Zwei davon im Main Deck spielen scheint mir ein bisschen gewagt, aber gibt auf jeden Fall ein paar tricky Sachen. Scoundrel, also Gegenseite für 6 aufdecken kann. Kann die Indestructible geben. Wir haben Eliminate the Impossible, an das wir vielleicht denken sollten. Minus 2, minus 0. Kannst du ja auch einfach mal aufschreiben. Eliminate, Repulsive, Mutation. Geht nichts über so ein paar Tricks, die man sich aufschreiben kann. Übrigens völlig legal auch im Turnierkontext. Die ja bekannte Karten von der Gegenseite aufzuschreiben. Halt noch, ja, Falcon, Exit, Hellion. Klar, das sind alles Sachen, aber jetzt, ich sag mal nur, klar, das ist ja auch eine Disguise. Nur so, die halt wirklich tricksy sind. Klar, der zieht dann eine Karte, aber das ist ja einfach nur eine große Kreatur, das auch. Klar, der kann noch ein bisschen tricky Stuff machen, aber ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Instant-Speed-Effekt aufschreiben, nur halt das, was so Tricks oder so in die Richtung geht. Ja, 2 Curious Inquiries. Sunitation, Automaton, Falcon. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier auch echt gut fahren mit so einem Pick Your Poison. Wir probieren nochmal Pick Your Poison statt They Went This Way. Viel müssen wir unser Deck nicht ändern. Also die Interaktionen, die gingen auf jeden Fall größtenteils positiv für uns aus, aber Gegenseite hat auch ein paar gute Late-Game-Karten. Von daher ist das hier jedermanns Spiel, wie man so schön sagt. Nice, Hedge Whisperer kann Runde 4 auch schon aktiv werden, weil wir den Topiary Panther haben. Ambusher, okay. No. Dann wird das sicher einfach Panther Cycle diese Runde, nächste Runde Ambusher rausdisguisen. Naja, beide hier am Vorbereiten. Dass wir jetzt schon mal einen Murder auf der Hand haben, mag ich auch. Cease and Desist, sehr nice. Warten wir nur drauf. Mordipede. Klar. Sehe ich. Das ist kein 5-5er, aber wir verlieren ja quasi auch ein Land, wenn wir ein 5-5er machen hier. Von daher denke ich mal, ist besser hier die Multipede einfach rauszuspielen. So, ne, Regel der 5, die Gegenseite hat jetzt 5 Mana.
Das heißt, ab jetzt kann die dicke Kreaturen aufdecken. Hat sie vielleicht aber nicht oder sie will vorsichtig bleiben. Wir haben hier auch keine gute Gelegenheit, unseren Culvert Ambusher zu benutzen, denn wenn wir den Sanitation Automaton blocken lassen, kann die Gegenseite ja einfach gute Mehrfachblocks machen. Die hat auch ganz viel Mana offen. Und um eine von den beiden blocken zu lassen, haben wir ja gar nicht genug Mana, wegen dem Ward 2. Ich würde ja gerne in der Lage sein, nächste Runde meinen Panther auszuspielen oder meinen Cease bzw. Desist, falls die Gegenseite noch ein Enchantment ausspielt. Es könnte sich lohnen, den einfach als 4-5er offen zu lassen, aber das kommt mir nicht so gut vor, ehrlich gesagt. Wir könnten einfach den Maverick ausspielen und abgeben. Ich meine, den ausspielen ist so oder so nicht schlecht und dann können wir uns ja immer noch überlegen, ob wir Hedge Whisperer aktivieren oder lieber Murder offen lassen oder so. Schwierig. Ich glaube, dass wir tatsächlich wegen unserem Cease und Desist das Pick Your Poison jetzt hier weglegen und den Swamp ehrlich gesagt behalten. Wir wollen auf 6 Mana kommen, ja. Murder oder Hedgy? Ich will halt nicht, dass der 5-5er dann gekillt wird und wir damit ein Land verlieren. Ich glaube, das wäre echt ein Problem. Von daher gebe ich ab. Auch wenn ich jetzt natürlich das Risiko eingehe, dass ich das Murder gar nicht richtig einsetzen kann. Ah ja, naja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Im schlimmsten Fall kann ich Ende des Zuges hier mit Murder drauf spielen. Aber ich meine, das war natürlich die Idee, ne, als ich abgegeben habe. Es könnte sein, dass die Gegenseite ihre Kreatur nicht aufdeckt und halt, ja. Gibt ab. Okay, könnte sein, dass wir jetzt bestraft werden fürs Murder, wenn die Gegenseite den Counterspell hat, dass wir damit gewartet haben, um den Krokodelfen jetzt abzuschießen. Und die Gegenseite noch ein paar +1-Counter dazu bekommt. Aber normalerweise sollte das gut sein. Es war gut. Ich habe immer noch nicht genug Grund, hier irgendwas anderes zu machen, als meinen Panther auszuspielen. Und das ist gut für mich. Keine Angriffe hier. Wie gesagt, Regel der 5. Das könnte einfach noch ein Krokodil sein. Und das muss dann ja nicht sein, da reinzulaufen. Oh, das ist nur eine Fairy Snoop, klar. Easy. Sehr schön. Das heißt, die Gegenseite hat gerade keine großen Statuswerte zur Verfügung. Und wir müssen das dann nächste Runde ausnutzen. Mit Covert Ambusher und Panther gut reinzukommen. Vielleicht sogar mit Rob Farm Modipede. Hedge Whisperer steht auch noch bereit, um ein paar 5-5er vorzuschicken. Prof's Eidetic Memory ist okay für mich. 2 Mana für eine +1-Marke momentan. Klar, zieh's auch eine Karte, aber ist einfach, das hat jetzt nicht viel an den Statuswerten geändert auf dem Board und das mag ich hier. Klar, die Fairy Snoop kann jetzt nicht mehr vom Covert Ambusher aufgefuttert werden. Sichi. Das ist so, aber ansonsten kommen wir klar. Wir könnten jetzt auch tatsächlich Cease and Desist machen. Oh, ja gut, aber wir können auch einfach Isonia ausspielen. Naja, na, gut dann. Na dann. Machen wir das doch. Hä? Das sieht gut aus für uns, Leute. Das sieht gut aus. Ich will jetzt noch nicht die Hochzeitsglocken läuten, bevor es wirklich soweit ist, aber es sieht wirklich gut aus für uns. Wir haben ein verdammt ekelhaftes Board. Die Gegenseite hat nicht so ein krasses Board.
Und ja, wir haben auch noch einiges in der Hinterhand, wie gesagt, Ambusher, Whisperer. Neben der Tatsache, dass es natürlich Isoni hier auch androht, einfach nochmal anzugreifen und weiter Stress zu machen. Okay. Das war sehr wahrscheinlich. Und sollte immer davon ausgehen, dass Isoni nicht überlebt. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass du Isoni halt triggern kannst, wenn du die Karte ausspielst, halt sofort. Ich habe sie ja einmal ausgespielt, ohne das zu können, aber da waren wir auch geflattet und mussten einfach auch das Board bedienen zu dem Zeitpunkt. Ja, wir sind nach wie vor sehr gut dran. Die Gegenseite hat viel offenes Mana. Das sollten wir bedenken. Ich könnte Isoni aus meinem Friedhof entfernen, um der Multipede Menace zu geben. Wenn ich dann aber kein Land nachziehe, kann ich nicht wirklich sonst was machen, was problematisch ist. Das ist aber so oder so hier das Problem. Wir können 5 Mana ausgeben oder weniger. Ja, 6 Mana mit Desist, aber damit kriegen wir nur den Automaton und das Eidetic Memory weg. Was vielleicht auch okay ist, aber die Gegenseite hat hier möglicherweise einen 5-5er in der Hinterhand. Das sollten wir nicht vergessen. Ja, weißt du was? Ich finde es vertretbar, hier einfach einen 5-5er reinzuschicken. Ach stimmt, und wir triggern damit ja auch die Multipede. Ja, nee, dann ist es ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut, was wir hier für einen Angriff reinbekommen. Naja. Irgendwelche Tricks wird die Gegenseite haben, vielleicht auch einfach Eliminate the Impossible. Aber das macht gar nicht so viel aus. Die Gegenseite kriegt dadurch keine super krassen Blocks auf einmal hin. Also einen von den dicken Kreaturen kann die Gegenseite jetzt gut totblocken, aber das war's. Bisschen Schaden verzögert, definitiv. Ist nicht schlecht hier, das Eliminate, aber ist nicht so, als würde das jetzt alle Probleme schon lösen. Okay. Joa, hier ist es auch noch ein Trade und hier ist es ein Jump momentan. Also ich schätze mal eher, die Gegenseite hat noch einen Trick oder kann das jetzt so eine Kreatur aufdecken, die das überlebt. Aha. Ah ja. Das nur zum 1-1er gemacht, gut. Ja, noch mehr Tricks gehabt. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall was, aber es gibt immer noch ein paar große Probleme für die Gegenseite. Slime against humanity. Das ist okay. Wir können nur noch unseren Ambusher aufdecken. Das werde ich auch sicher machen. 3 Mana hat die Gegenseite noch offen. Da habe ich nicht viel Angst, einfach meinen Ambusher aufzudecken und anzugreifen. Ja. Und noch eine Facedown-Card. Okay. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen unterpowered gerade, aber ist okay. Wir müssen es ja auch nicht einsetzen. Quite free.
Sehr schön. Ich weiß gar nicht, welchen den von den Facedownern ich killen will. Auch hier weiß ich es nicht so ganz genau. Wir haben ja selber keine Flieger, außer unsere eigene Fairy Snoop, die irgendwie das Spiel beendet. Aber der 2-5er ist schon ein bisschen nerviger als der 3-3er, würde ich fast sagen. Achso, Moment, wir haben nur 4 Power. Lululu. Ja. Gut, dass ich nicht hier noch im letzten Moment Blödsinn gemacht habe. Das passt schon. Hier entscheiden, ob wir den... Die wurde früher gespielt, die wurde später gespielt. Aber die war auch so, vielleicht erst nachgezogen. Also ich töte einfach die vordere, mal gucken, ob das gut wird. Das könnte auch ein Riftburst sein. Ah, ein Vengeful Creeper. Okay. Na, war ja gut, den loszuwerden. Also selbst wenn die Gegenseite jetzt nochmal hier irgendwie stabilisieren kann, ehrlich gesagt, wird die Doppelgame uns dann einfach das Spiel gewinnen, ha? Huh? Einen zusätzlichen Counter, klar. Den hast du. Auf dem. Nicht auf dem Zweifeln, wa? Spannend, spannend. Aber muss ja eigentlich den Swamp blocken, die Spinne durchlassen, ha? Huh? Joa. Geh ich mal von aus. Gegenseitig jetzt hier noch ein Removal Spell, ein Bounce Spell als letzten Spell auf der Hand hat, könnte das nochmal blöd werden für uns. Ja, das hier könnte natürlich auch ein schlechter Trade für mich einfach sein. Das sieht so aus, als hätte die Gegenseite da was Gutes zum Aufdecken. Ja, Hellion. Das heißt, wir verlieren hier unseren Swamp. Ich meine es nicht furchtbar schlimm. Der Hedge Whisperer kann wieder neue Kreaturen machen. Aber es ist ein bisschen problematisch. Wir müssen jetzt halt durchkommen. Aber das geht ja auch. Ich meine, wir können auch einfach den Riftburst Hellion hier kopieren, oder? Ehrlich gesagt, wow. Ich denke gerade drüber nach, ob es richtig ist, hier einfach die Spider zu kopieren. Uff, das wirkt richtig, richtig schwach, hä? Das wirkt richtig schwach, aber ist wahrscheinlich richtig. Weil die Gegenseite braucht dann 4... Blocker zum Überleben oder halt ein Removal Spell. Das ist... Aber wir sind auch noch 2 Länder davon entfernt, mehr zu machen. Ja, es ist richtig. Es ist richtig, hier die Spinne zu kopieren. Naja, dann hat uns Doppelgang vielleicht auf diese Weise das Match gewonnen. Hä? Vorausgesetzt, dass die Gegenseite jetzt keine Antwort zieht. Aber selbst eine Antwort auf eine Spinne lässt die Gegenseite nicht überleben hier. Jo. Decline. Geil. Oh. Ist das nicht schön? Also, selbst wenn die Gegenseite jetzt das noch hätte beantworten können, trotzdem, das war der richtige Spielzug, die Spinne zu kopieren. Die Gegenseite war auf 2. Das ist eine weitere Menace-Kreatur mit 2 Power. Wie gesagt, das verdoppelt gleich quasi die Probleme der Gegenseite, auch wenn wir jetzt quasi die Karte total unter Potenzial genutzt haben. War es genau das Richtige, um zu gewinnen. Die arme Katze schreit rum, wie ihr merkt. Ich werde dringend erwartet. Also, ich muss mich mal um das kleine, ziemlich alte Katzenbaby kümmern. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir haben ja wieder schön abgeräumt heute. Sehr nett. Aber wie gesagt, hatten auch schön langsame, methodische, sehr taktische Games, bei denen wir viel nachdenken konnten. Viel, wie gesagt, so in Betracht ziehen konnten. Das war cool.
Das hat mir doch eine Menge Spaß gemacht. Ich muss doch schon sagen, dass das ist schon ein nettes Format, das hier. Ja, das hat was. Das hat was. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt so, ob ich es jetzt langfristig als so ein super Format mir im Kopf behalte, wie zum Beispiel Kamigawa Neon Dynasty. Ich heute noch dran denken muss, wie fantastisch das war. Oder Ravnica Allegiance. Oder ein paar andere Goodies, die wir zwischendurch hatten. Aber vielleicht schon. Es kann was. Und ich dachte anfangs, dass es sich wirklich vor allem um die weißen, aggressiven weißen Decks dreht, weil einfach auch Weiß so viele krasse Commons hat. Aber auch super schöne Late-Game-Decks kann man bauen. Also das ist eine Strategie, die ich hier gerne auch nochmal hervorheben will, die wir ja zum Teil auch ein bisschen gefahren sind. Und das ist ja die Idee, dass du halt mit deinen Topiary Panthers und Disguise-Kreaturen kannst du dein Deck quasi vollstopfen mit teuren Kreaturen, die du aber auch auf 2 bzw. 3 Mana ausspielen kannst. Und das ist richtig nice. Also das haben wir ja richtig gut nutzen können, um im Late Game halt eine dicke Kreatur nach der anderen auslegen zu können oder aufdecken zu können. Und das ist echt was ich finde, dass vor allem die grünen Decks gut können in dem Format hier. Und eine Sparte, die weißen Decks gar nicht so gut bedienen können. Ja doch, grün-weiße Decks gibt es auch, die das können, aber mal diese weißen Go-White-Aggro-Decks oder was, wo die gar nicht so richtig reinfallen. Klar, die weißen Aggro-Decks können dich überrennen damit, aber wenn die es nicht schaffen, dann hast du halt definitiv die meisten Statuswerte auf dem Board. So ging es uns ja meistens auch. Also die Strategie hat hier richtig gut funktioniert für uns. Hatten wahrscheinlich aber auch ein bisschen Glück, weil wir haben jetzt 2-mal gegen grüne Decks gespielt, also jetzt in Match 2 und 3, die halt ein bisschen schlechteres Late-Game hatten als wir, so ist einfach aus. Ich meine, wir haben Isoni und Doppelgang, das sind einfach auch 2 der besten Rares, die man haben kann, fürs Late-Game insbesondere. Aber ja, genau, wir haben gegen das eine Aggro-Deck gespielt, was aber letztlich dann gar nicht so gut Aggro gespielt hat gegen uns. Aber was vielleicht, wie gesagt, eher Glück für uns war, als das jetzt für unseren Skill spricht hier. Aber ich denke mal, wie gesagt, vor allem die etwas taktischeren, längeren Games haben wir ganz gut navigiert. Hab natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, welche, die ich hervorgehoben habe und welche, die ihr mir gerne in den Kommentaren hervorheben könnt, die ich selbst übersehen habe. Wie zum Beispiel den Angriff mit dem 5-5er eben. Aber hey, war am Ende ja doch richtig. Nee, der Angriff mit dem 5-5er eben war nicht verkehrt. Die Gegenseite war auf niedrigen Lebenspunkten. Ich glaube, ich hätte vielleicht sogar mit mehr angreifen sollen. Aber naja, wie gesagt, was ich eigentlich nur sagen wollte damit ist, schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn euch was aufgefallen ist. Auch gerne, was ihr für Erfahrungen mit dem Format habt, weil durch dieses ganze Disguise und so weiter ist ja schon ein bisschen eigen. Würde mich mal interessieren, habt ihr auch Spaß daran? Geht's euch auf die Nerven? Oder ist euch das Format dann doch wieder zu aggro, wie alle Formate in den letzten 2-3 Jahren auf jeden Fall? Genau, ja, ich bin da eigentlich, wär ich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten genießt einfach weiter die Drafts, die ich euch vorsetze. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur wieder übrig zu sagen, bleibt geschmeidig, meine Lieben.